Hallo und herzlich willkommen bei mir, Trunks. Heute spielen wir nochmal eine Runde Digimon Survive. Weil, wieder das Spiel gefällt mir. Ist natürlich ein bisschen, natürlich sehr Visual Novel-lastig, was ja aber im Vorfeld ja auch irgendwie angekündigt war. Ich finde die Prämisse halt, wie gesagt, nicht sehr schön. Atmosphäre finde ich gut. Dann wiederholen sich ein bisschen oft, sage ich mal, bei bestimmten Stellen. Aber insgesamt. Bin ich schon sehr interessiert, wie es weitergeht halt. Also ich glaube, der nächste war jetzt hier zum Schrein gehen. Im freien Kampf haben wir eigentlich schon ein bisschen was gemacht. Und jetzt nochmal der Status. So, Harmonie, wir haben halt viel Harmonie, also, ne. Jetzt mal gucken halt, ob wir, es gibt natürlich verschiedene Verwandlungen und die typischen Verwandlungen von Agumon treten erst bei Moral auf halt. Ich werde trotzdem nicht so entscheiden, wie ich es normalerweise auch tun würde, aber Wargreymon wäre schon cool. So, soll ich mal anhören, was der Professor zu sagen hat? Ich würde sagen, das ist eine gute Idee. Ah, alles okay? Der Professor bemüht sich, auf die Beine zu kommen. Er will unbedingt Saki finden. Das ist vielleicht jetzt Harmonie wieder, ne? Ja, und Moral wäre jetzt oben gewesen und längs wäre ins Inbrunst. Sind sie in Ordnung? Einige Verletzungen sind schwer, sie müssen sich schonen. Wir müssen uns um die beiden sorgen, nicht um mich. Wir müssen ihnen helfen. Wir suchen sie auch. Aber wir können sie nirgends finden. In dem Fall dürften sie mal sehen. Hier irgendwo habe ich Saki und Shuji aus den Augen verloren. Es war irgendwo in diesem Wald. Ah. Professor, alles in Ordnung? Ja, mir geht es gut. Mein Gedächtnis ist bloß etwas durcheinander. Hier irgendwo wurden wir überfallen und getrennt. Ja. Sind wir richtig? Okay. Also einfach durchklicken. Aminoru. Aktiviert. Hey Takuma, sind das da drüben Fußspuren? Hm? Wo? Da drüben im Gras. Ich sehe keine Fußspuren. Wie hast du die gefunden? Wie hast du die gefunden? Ich sehe keine. Ich glaube, ich sehe sie. Ich auch, aber das ist eher so ein Gefühl. Tut mir leid, ich habe sie durch meine Handykamera gesehen. Siehst du? Es ist von hier etwas schwer zu sehen. Zoom doch mal ran. Ich sehe die Fußspuren ganz klar auf dem großen Bildschirm. Schau auch mal durch meine Kamera. Könnte ich argumentieren, dass er für dich egal ist, aber. Nein, schon wieder falsch. ZR. Nicht. ZR, nicht ZL. So. Können wir gleich nochmal hier rüber gucken. Sagen wir es mal so, ich kann sie halt nicht so richtig schön lenken, weil die ist ein bisschen sehr empfindlich. Das sind Fußspuren. Tatsächlich. Absolut. Oder? Wo führen die Fußspuren hin? In den Spinnenlilienwald. Die haben wir schon. Okay. Dann jetzt aber Karte und weiter. Und wieder Richtung Schule, ne? Also Schule ist ja im Süden, Schrein ist im Norden. Also wir sind trotzdem vorbeigelaufen. Ich muss sie vor diesen Viechern retten, ob nun Kemonogami oder nicht. Ich bin allein gegangen, um die beiden abzulenken.
Schön, dass die Heil hierher geschafft haben. Vielleicht ist Heil etwas übertrieben. Neben den Wesen, die mich angegriffen haben, gab es da eins, das versucht hat, mich zu retten. Huch, dann gibt es außer Falcom und Argomon und den anderen noch mehr Hilfsbereite? Ja, wir sind nicht alle böse. Gut oder schlecht ist eine Sache. Angriffslustige und friedliche Monster kann ich aber unterscheiden. Was meint er mit friedliche? Die Verbündeten, die zu allen freundlich sind. Ich bin Aios Freundliche. Ich bin freundlich zu ihr. Ihnen verdanke ich zwar mein Entkommen, aber ich glaube, sie sind schon... Machen wir um alle Sorgen, nicht nur den Professor und die anderen. So, komm. Moral. Oh nein, Harmonie schon wieder. Besorgt sein hilft nicht. Wir haben schließlich keine Ahnung, was los ist. Du bist so gelassen. Das ist etwas nervenaufreibend. Wenn man in solchen Situationen nicht die Ruhe bewahrt, dreht man nur durch, okay? Jedenfalls müssen wir uns beeilen. Naja, wir sind ja ruhig geblieben, also. Hier sind auch Fußspuren. Irgendwas stimmt hier nicht. Was denn? Schau mal durch die Kamera. Da und da. Die Fußspuren führen in verschiedene Richtungen. Ja, stimmt. Aber welchen sollten wir folgen? Da ist bestimmt eine Falle von diesem Kimonogami, der uns überfallen hat. Das Viech ist verdammt listig und stark. Seid vorsichtig. Da ist die eine Richtung eine Falle. Ja, jetzt Analyse. Ich gehe davon aus, dass hier eine Falle, beziehungsweise eine Falle, ein paar Fußspuren sind. Sind sie wieder da? Da führen Spuren in den Spinnenwald. Folgen wir ihnen. Alles klar. So, die zweite müssen wir noch finden. Dann entscheide ich, wohin. So, jetzt gleich Analyse. Okay, da sind mehr. Die Fußspuren führen in den Wald in der Nähe des Schreins. Lass uns mal nachschauen. Alles klar. Wir gucken doch mal. Also hier sind viel mehr Menschenspuren. Und aber viel näher beieinander. Hier sind auch, ne, ähnlich. Also kann es nicht wissen, das ist die Frage. Wenn die hierher gelaufen sind, vom Schrein aus. Wenn die ja nicht wieder zurück in den Schrein laufen, sondern würden ja weggehen. Das heißt, ich würde sagen, die links eher folgen. Würde ziemlich mehr Sinn machen. Lass mit den Leuten reden. Weit nachschreien. Ja, war dahin, dass mir jetzt neu angezeigt wird. Da ist noch was zu suchen, aber. Ach, Rio. Ach, Rio war schon, Rio war schon vor da. Der fehlt ja gar nicht. Zuletzt habe ich sie irgendwo in der Gegend gesehen. Hier waren wir schon mal. Ich glaube, ich kenne diesen Ort. Jetzt das erste Mal beim Schrein waren. Der Schrein ist zwar noch derselbe, aber die Umgebung ist vollkommen anders. Naja, vielleicht nicht ganz derselbe. Sieht aus wie eine Fälschung nach gleicher Bauart. Ich wusste es, wir sind doch in einer anderen Welt. Wer weiß, ich dachte anfangs, ich lege daneben. Oh? Da haben menschliche Fußspuren, die sind kleiner als Aois. Die anderen hier sind größer als Takumas, sie führen dort entlang. Ihr Gefühl war richtig, ich wusste doch, dass sie das schaffen, Professor. Ich kenne mich zwar hier nicht aus, aber ich habe immer noch mein Fachwissen. Das beweist, dass meine Orientierungssinn und meine Wahrnehmung nicht beeinträchtigt sind. Da, da, drüben sind riesige Fußspuren. Sieht aus, als würden die den menschlichen Abdrücken folgen. Das ist gar nicht gut, Freund oder Feind. Anhand von Fußspuren ist es nur schwer zu erkennen. Es ist zwar schwer zu erklären, aber ich kann sie irgendwie an ihrer Aura oder ihrem Geruch erkennen. Manche sind allerdings schlau und verwischen ihre Spuren. Junge, ganz schön viele Möglichkeiten, was? Zumindest wissen wir, dass sie von etwas Bösem verfolgt werden. Wir sollten uns sputen. Absolut, vielleicht sollten wir uns aber auch nicht nur nach Hinweisen umschauen, sondern auch umhören. Ja, irgendwas ist ganz nah. Du machst mir Angst. Ach ja, Professor, Sie haben etwas erwähnt, bevor wir in dieser Welt gelandet sind. Von einem rituellen Menschenopfer, nicht wahr? Eine unschöne Geschichte.
Aber man sollte doch meinen, dass die dafür etwas von den Kemonogami bekommen haben, oder? Die Moral ändert sich im Laufe der Zeit. Sie dürfen die alten Bräuche nicht verurteilen. Aber als modernes Individuum erscheint es mir abstoßend, Kinder zu opfern. Ja, voll und ganz Ihrer Meinung. Wen interessiert das bitte? Menschenopfer, könnte es sein. Hast du was gesagt? Nichts, vergiss es. Jedenfalls sollten wir diesen unschönen, aussehenden Spuren folgen, wenn wir die anderen finden wollen. Auf geht's, Leute, und passt gut auf. Ihr Verdammten. Was? Seid ihr etwa taub? Hey, sind das schon wieder die Bösen? Das kam tief aus dem Wald. Es könnten Saki und die anderen sein. Los. Also wollen die bösen Digimon ein Mensch opfern. Also eins von den Kindern. Naja. Oh. Oh hey, wer ist das? Das ist Gomamon. Ich hoffe, ihr kennt den alle. Ach, du bist. Ach, du bist dieser alte Mensch. Professor, kennen Sie die? Das ist das Kind, das sich um mich gekümmert hat, als ich wieder zu mir gekommen bin. Das sieht schon viel besser aus. Hurra. Den will ich haben. Aber es liegt trotzdem einiges im Argen. Wer auch immer uns in die Quere kommt, ich mache alle fertig. Richtig so, Takuma, pack mir es an. Steh dir zur Seite. Was ist mit denen? Sind die wirklich gefährlich? Ja. Wir sagen schon. So, aber Falkumon stech lieber dahin, ne? Ja, der hat jetzt dass einer die Ausrüstung bekommen hat, dass er irgendwie 400, 500 mehr Leben hat. Das heißt, der kann gut als Außenpunkt gehen. Ich sehe mal ein bisschen außen. Den wollte ich auf jeden Fall noch leveln. Die Raupe ist irgendwie so nutzlos. Bis jetzt. Bis jetzt. Okay, gucken wir mal ein bisschen beschützen. Gehen wir schon ein bisschen aggressiver hier lang. Mal schon Entwicklung. Ja, machen wir mal, ne? Wenn wir das können. Kann ich schon angreifen? Ne. Noch ein Schritt zu spät zu. Dann gehen wir mit Agumon in die Mitte. Einfach nur schnell Richtung Gomamon. Die unterstützt hier. Das ist unsere Heilerin. Macht hier gleich mal die Truhe mal kaputt. Okay, entwickeln. So, weil das hier unten ist, untere Reihe ist quasi die Harmonie. Route und ganz ganz unten halt ist eben ja, so, dann weiß ich nicht, ob ich die, wenn ich die Harmonie-Route weitermache, halt, ob ich dann meine eins für den stärksten kriege oder nicht. Aber ich hoffe einfach, dass das so klappt. Ein großes Pflaster, richtig und richtig. So, die blocken wir hier. Ich glaube, er kommt da oben mit den Zweigeläuten klar. Gehen wir lieber in die Mitte. Machen da mal alles dicht. Ja gut, wenn wir ihn jetzt hier hinstellen. Schlag sollte er aushalten. Ja, das ist gut aus, ne, Zielpfanne.
So, dann sollte das eigentlich. So, gleich ein bisschen aggressiv hier vorgehen. Ich weiß, andere ja auch noch anlocken. Okay, ist das nicht die stärkste Attacke, aber ich könnte mich, glaube ich, nicht von oben angreifen, von da aus, ne? Die können nicht so hoch springen. Nee, die sind relativ stark. Aber halten viel aus. Also bevor ich alle Gobermons verliere, da müsste schon ein bisschen mehr passieren. Ja, von oben soll die kritischen Treffer, glaube ich, höher sein. Ich hätte es für einen Standardangriff, aber... Ah, passt schon. So, wie gesagt, die Kämpfe sind jetzt eigentlich noch ganz entspannt, muss ich sagen. Ich habe jetzt auf normal gestellt, glaube ich, wenn ich irre. So. Zu beenden. Okay. So, ja, die hält auch ein bisschen aus. Oh, die helfen sogar mit. Gut, gut. Wird schon laufen. Ich muss eigentlich die Truhe haben, ne? Muss ich mir die Truhe jetzt holen? Das ist eine Gefahr für ihn, ne? Weil wenn ich natürlich zweimal angegriffen werde. Ja, nicht nur eine Gefahr im Allgemeinen, sondern auch eine Gefahr, dass ich das nicht mehr schaffen kann, mir die Truhe zu holen. Und weil vielleicht die Gegner jetzt. Der, also unsere Goma-Monster halt einfach hier den kleinen hier vorne angreifen und den Kampf beenden, bevor ich die Schatztruhe ansammeln kann. Das wäre natürlich ungünstig. Weil wir haben eben auch Ausrüstungen da drin gefunden in den Schatztruhen. Das heißt, eigentlich sieht das ganz gut aus, ne? Ich greife mal nicht an. Jetzt ehrlich gesagt halt hier nicht. Die Schatztruhe hier weghaben will, weil die Ausrüstungsgegenstände sind echt krass. Deswegen lieber einmal ein bisschen näher ran, ist natürlich auch ungünstig. Ja, er wird das schon schaffen. Agumon kann ja dafür theoretisch drauf gehen im Kampf. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Nachteile hat halt, aber. Ja, vielleicht mal nicht schlecht, das zu wissen, dass so irgendwas Negativen führt, wenn eins von unseren Pokémon mal drauf geht. Den schauen wir mal. Ich weiß, eine große Schatztruhe könnte was Richtiges drin sein. Wir können natürlich den Kampf auch noch von hier aus lenken. Obwohl, naja, schafft er jetzt noch. Okay. Ja, okay. Sollten wir schaffen. Oder? Das ist der letzte? Ne, das ist noch einer. Okay. Okay, okay, ich würde gerade schon sagen, da hinten steht noch einer. So, jetzt schnell das hier holen. Okay. Jetzt ein Megatrick drauf machen, oder? Geht ihm nicht kaputt. Ich muss ihn anlocken. Er muss weg von den anderen Gegnern. Ich muss natürlich da komplett stehen bleiben, kriege ich die Truhe trotzdem.
Ja, okay, warten wir einfach. Okay, da muss echt was Gutes drin sein. Eine Truhe, die drei Schläge aushält, ey. Bewegt euch nicht, schön, ja, schön blocken, ja. Jetzt will ich aber was sehen hier. Ja. Deswegen halt, da sind immer Ausrüstungsgegenstände drin oder oft in großen Truhen. So, jetzt können wir ihn vernichten. Das Argument schon so viel aushält. Mal heilen gehen, damit hier Labron auch ihre Daseinsberechtigung hat. Ist auch teuer der Heal, aber dafür. Das passt schon. Okay, damit wäre der Kampf jetzt geregelt. Und. Bennis! Okay. Das hoffentlich schließe ich jetzt irgendwann, hätte mir vielleicht mit Gabumon Gabumon reden sollen. Aber schließe ich jetzt eins und so an. Spitz, ihr habt uns gerettet. Vielen dank. Aber mich habt ihr zuerst gerettet. Danke nochmal dafür. Schon gut, als ich gesehen habe, wie diese Mistkerle über den alten Mann hergefallen sind, da konnte ich einfach. Das konnte ich einfach nicht ertragen. Wow, du gehörst zu den Guten. Hehe, Komplimente helfen dir auch nicht weiter, verstanden? Ach ja, falls du nach Menschenkindern suchst, ich habe welche nahe einer flachen Klippe gesehen. Was? Wirklich? Ein großes und ein kleines, ja? Ja, das müssen Saki und Shuchi sein. Aber was soll eine flache Klippe sein? Sowas wie ein menschliches Bauwerk vielleicht? Stellt euch eine große, glatte Klippe vor. Dann mit einem Haufen Wasser, das auf einer Seite eingesperrt ist. Ein Pool? So. Das ist ein Damm. Moment. War hier früher auch schon ein Damm? Ich kann mich an keinen in der Nähe des Schreins erinnern, aber bei der verwandten Landschaft, habt ihr zufällig beim Schrein irgendwas glitzern sehen? Was könnte nützlich für euch sein? Wenn du das sagst, wir könnten nützliche Dinge gebrauchen. Ich glaube, jeder kann nützliche Dinge gebrauchen. Mal sehen, ob wir unterwegs das finden. Um zum Damm zu kommen, den müsst ihr gleich da vorne sein. Los geht's. Joa, XP sieht immer ganz nett aus. So, ein Level 11, so ein Aegis-Kristall auch, okay. Gegen Luftstrom, okay, das ist gegen bestimmte Digimon. Okay, Verteidigung ist natürlich auch stark. Sondern da ist anscheinend physisch und ja, nehmen wir das Spezial. Magie. Also in der Nähe des Schreins, ne? Innerer Schrein. Ach so, okay, jetzt können wir in den inneren Schrein gehen, weil das was Nützliches. Im Schrein haben sie gesagt, ne? Da meinen sie durch den inneren Schrein. Dann gucken wir jetzt mit dem Schrein nach, machen wir unsere Kamera an. X, habt ihr da gerade was gehört? Was? Nein, kein Mucks. Ist etwas überspannt, Ryo? Q. Hm. Kunemon könnte etwas gefunden haben. Q, Q. Da. Oh. Verdammt, sie haben es gesehen. Was ist das? Ist doch egal, Zeit für ein bisschen Spaß. Okay, das war jetzt kein Kampf, der stattfinden sollte laut Geschichte. Interessant. Das hatten wir bis jetzt auch nicht. Dass irgendwas passiert, nur weil wir da in der Gegend gehen. Wo es ja nicht als Haupthandlung irgendwie markiert ist. Könnt ihr vielleicht ins Team holen? Gucken, ob der jetzt Boss killt oder als normaler Gegner.
Sonst noch eine fertig gemacht. So, Kuman, Falkoman kann gut die Vorhut bilden. Gehen hier, jawohl, wäre es besser. Ja, nehmen halt dieselben Attacken, ne? War erst mit Level 11, na, aus Level 9. Drei Fangmon-Angriffe überlebt. Okay. Okay, du willst Entwicklung? Du kriegst Entwicklung. Ich weiß, ob man das könnte, aber wahrscheinlich nicht, ne? Verdammt, Prio, verdammt. Das hat mich doch gespoilert. Gehen wir da hin oder gehen wir da hin? Wir gehen erstmal hier hoch, ne? Oh, ich könnte ihn direkt angreifen. Wenn ich hier hinstelle. Ja, testen wir mal. Okay. Könnte ich angreifen? Mal gucken hier. Das ist ja merkwürdig. Ach, ich kann nicht klagen. Ich habe gute 8 Stunden geschlafen. Bin ausgeruht. Wie hast du denn die Nacht überstanden? Wir haben tatsächlich noch 1500 erreicht bei Unite. Das war sehr gut. Da waren wir relativ erfolgreich, würde ich sagen. Ich war schon bei 1530 oder 40 Alter und dann am Ende aber leider verloren. Verloren. Ach, gestern ging es tatsächlich. Also gestern hat es mir ein bisschen Spaß gemacht, halt, weil wir vorankamen halt gut. Wie viele Spiele gewonnen haben halt. Das war ganz nett. Genauigkeit 0. Ich glaube, das ist der Hinweis, dass ich nicht treffen kann. Deswegen halt, ich will auch nicht die ganze Zeit Unite spielen, halt, ich will auch andere Spiele spielen. Wenn die PS5 da wäre, halt, würde halt viel mehr gehen, aber ja. Jetzt hast du für eine andere Beschäftigung gefunden. Echt, findest du? Boah, Stress ist immer so relativ, weil ich versuche halt immer. Oh, den kann ich angreifen. Ich kann ihn besiegen. Okay. Kann wahrscheinlich nur nicht mit der Attacke erwischen, ne? Ach so, das meinst du. Ja, dann müssen wir eine andere Beschäftigung suchen. Ich sag ja halt, eigentlich müsste man so ein schönes Koop-Spiel haben halt. Ja, und nicht halt so immer, also immer kompetitiv. Kompetitiv kann halt Spaß machen, ja. Aber, naja, es macht halt so lange Spaß, solange man gewinnt halt und erfolgreich ist. Und danach ist es halt irgendwann halt einfach nur Stress. Komm. Beende es mit. Mit? Okay, noch nicht. Vielleicht von hier. Deswegen, ich verstehe schon, was du meinst. Aber da sind halt alle kompetitiven Spiele quasi, sag ich mal, das Problem. Ich hätte es erwartet, dass wir ihn schlagen. Wisst ihr denn nicht, wann ihr einen Rückzieher machen solltet? Nächstes Mal erledige ich dich. Feigling. Also wenn das nicht geplant war, ist ein bisschen. Also ich spiele schon auf normal, ich spiele zwar nicht auf schwer, okay. Aber der war jetzt ja nicht wirklich schwer. Ein Champion können wir jetzt machen von unserem normalen. Weil ich das vorsehen kann oder nicht. Also, was hast du denn für eine andere Beschäftigung gefunden, Rio? Das ist ja die Frage. Kann ich jetzt bitte weitermachen? Ja.
Ach, zurück, okay. Ah, Stardew Valley. Stardew Valley ist immer gut. Ja, wieder, wenn du viel Zeit investierst, geht's ja auch. So, da musst du einfach nur richtig reinballern. Kann ich eigentlich jetzt. Ah, okay. Ach, dahin kann ich also rüber. Jetzt mal einfach random mal in Gebiet reingucken, ob wir die Kamera zücken können. Jetzt habe ich ja vorher auch meinen Kollegen gemacht, als Stardew Valley gespielt, in seinem dritten Jahr. Hier gibt es keine Hinweise, wo sollen wir suchen? Spann dich, Aoi. Mach dich mal locker. Danke, aber mir geht's gut. Müssen Sie finden. Achtung! Huch! Also jetzt überall das Ding, das wir besiegen können. Ja, haben wir auch. Aber dafür muss man halt viel mehr Zeit investieren. Verdammt, Sie haben es gesehen. Wo musst du denn her? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ist doch egal, Zeit für ein bisschen Spaß. Ja, da muss halt auch wirklich viel Zeit mal reinhauen. Heute haben wir immer so 5-6 Stunden Sessions gemacht. Und das ja auch über mehrere Wochen dann halt. Jede Woche eine. Bis wir im Jahr 3 waren. Also man kann es natürlich auch schneller machen halt, ne? Wenn man halt wirklich nur seine Farm macht. Na, schlafen geht halt im Großen und Ganzen. Und ein bisschen vielleicht soziale Kontakte knüpft bei Stardew Valley. Dann kommen wir ja relativ schnell durch den Tag. Und natürlich halt, so wie ich halt in Dungeon geht und immer bis 1 Uhr morgens halt den Dungeon macht, dann ist es natürlich auch ein bisschen anstrengend. So, soll jetzt auch eins von den Freien gleich zu einem Champion entwickeln. Ja, das Gewächshaus, dafür muss ich mir überlegen, musst du dafür, welches Bundle musst du dafür machen? Kann ich dir sagen, ob das eigentlich realistisch ist oder nicht. Du kannst ja theoretisch, wenn du das einstellst, kannst du ja im ersten Jahr einstellen, das so definitiv. Ey, was ist da drinne? Das meine ich. Also was muss gemacht werden? Was das mit der Ernte, von jedem Item eins haben musst oder irgendwie ein Silber. Also was der Inhalt des Bandes ist, es gibt ja das Fischbandel, es gibt ja hier Sachen, die du draußen findest, mit Ernte. Ja, gut. Mit Ernte kannst du theoretisch das schaffen, ja. Und das würde tatsächlich gehen. Das könnte man relativ, also wenn man darauf hinarbeitet von vornherein, dann kriegt man das relativ gut erreicht. Aber damit ihr auf die Ginger Island kommt. Ja, das kriegt man da nicht hin. Mit der Ginger Island, auf Ginger Island könnten wir es eben auch im Auge behalten, dass ihr alle Bundles fertig haben müsst. Ja, da ist natürlich dann der Lava Dungeon. Plus, ihr könnt von da aus dann erst die Hardcore-Mine freischalten. Angriff plus. Deswegen, also die Bundles kann man relativ, also wenn man von vornherein auch das Fischen und so weiter, muss man von vornherein genau wissen, wo man hingeht, was man macht. Dann die Fische spawnen. Oder wo die Fische spawnen, besser gesagt. Regentage abwarten. Da dann fischen gehen. Geht das. Also ich gehe davon aus, dass wir jetzt den hier farmen können. Für die Championsteine. Gucken. Das muss ja dann gleich quasi. Ja, okay. Das ist jetzt keine welche. Fangen wir und fangen. Ich glaube, das geht nicht. Ich habe es jetzt noch nicht probiert direkt, aber ich wollte jetzt erstmal nur das hier haben. Jetzt können wir nicht eins von denen hier entwickeln. Muss ja noch Ausrüstung geben. Aber erstmal. Ich frage, kann ich das schon? Ich würde ja gerne den hier entwickeln. Ah, kann man wirklich Fangmond draus machen. Okay. Das sehe ich also schon mal. Das finde ich gut. Kann man die auch so wechseln? Ja, kann man, okay. Dann würde ich gerne mal die Entwicklung sehen. Ah, Cidramon.
Okay, Delta Moon kenne ich. Gardromon, die finde ich auch cool, ne? Ich den zum Champion haben schon. Oder will ich lieber hier einen von den Bösen nehmen? Der sieht auch cool aus, ne? Hat er wieder nur eine Entwicklung? Der hat ganz viele noch vor sich. Der hat ein paar weniger. Das sieht aber manchmal schon gut, ne? Das ist Level 7. Ach komm, machen wir. Ah, okay, Mega Seedramon. Ah, dafür brauchen wir das hier noch. Nice. Auch ein Verteidiger, das wäre nicht schlecht. Wer? Die Frage ist, warum? Das ist für mich relevant. So sehen wir irgendwelche Verzerrung hier. Nee. Reden mit Agumon. Ah, okay. Das ist quasi gar nichts. Oh, das ist eine Rune. Okay, naja, das war jetzt, sag ich mal, weniger sinnvoll. Dann machen wir jetzt weiter. Ach, Wrestling, ja, okay. Und dann habe ich das doch richtig in Erinnerung, den Kerl. Nee, ich finde, wir sind stark genug halt momentan. Also, wenn wir den nächsten Gegner weghauen. Ja, das habe ich mitgekriegt, halt, dass der mit zurückgetreten ist und ein anderer da eben kommt. Aber Wrestling war halt früher cool, wo ich noch dachte, dass das echt ist, halt als Kind. Und als ich dann irgendwann realisieren musste, dass es nur abgekartet ist, dann. Ist das ein Fluss? Da sind noch mehr Fußspuren. Sie müssen hier entlang gegangen sein. Sind auf der anderen Seite auch Spuren? Vielleicht wollten sie mit Hilfe des Flusses ihre Spuren verwischen. Clever, aber sind sie etwa ertrunken? Tschu? Nein, wir müssen sie retten. Ja, wir müssen sie schnell finden. Wartet mal, vielleicht haben sie es ja geschafft. Müssen sie finden. Ich pflichte mir nur bei. Es beunruhigt mich etwas, dass wir den Damm noch nicht gefunden haben. Was sollen wir tun, Takuma? Entweder sind sie ertrunken und haben einen ganz anderen Weg genommen. Oder was ganz anderes? So, wollen wir auch eigentlich? Wir sind jetzt drin, suchen wir woanders weiter. Könnte man hier ertrinken, wären sie gewiss nicht hinübergegangen. Sie sind woanders lang. Du hast recht, es geht ihnen bestimmt gut. Aber wo sind sie lang? Hey Leute, was macht ihr hier? Das ist Gomamon. Wir verfolgen die Fußspuren der Kinder, von denen wir dir erzählt haben am Fluss. Was? Wolltet ihr nicht zum Damm? Stimmt. Aber wir haben den Weg nicht gefunden. Stimmt ja, das hatte ich ganz vergessen. Der ist sehr schwer zu finden. Es gibt nur einen Weg zum Damm. Der Kanal ist hier drüben. Gott sei Dank gibt es einen Weg. Allerdings, und den zeige ich euch jetzt. Das bin ich euch schuldig. Dann lasst uns mal loslegen. Ja, zeigt uns den Weg. Hier entlang, mir nach. Goemon mache ich wirklich gerne. Der war immer. War ein guter. Aquädukt. Also ich bin tatsächlich sehr, sehr stark bei Harmonie halt. Ich weiß gar nicht warum, aber alles so, was ich denke, ist ja immer, so wie ich auch bin, eher beruhigend, eher, ne, ein bisschen lockerer und ne, auf dem Boden bleiben. Und das scheint halt, aber das macht halt für Wargreymon brauchst du halt Moral halt. Also den Stat. Überwiegend, damit du halt dann, ne, Wargreymon kriegst. Ich kriege halt die Dinosaurier quasi. Die direkten. Es ist ein Kanal. Oh, seht nur da oben. Wow, da ist wirklich ein Damm. Das ist der Damm? Der ist ja riesig. Fantastisch. Im Schrein waren weder ein Kanal noch ein Damm.
Damit habe ich nicht gerechnet. Hier sind sie entlang. Auf geht's. Will jemand schnacken hier? Professor. Ja. Nein, nicht überspringen, nicht überspringen. Nicht Auto? Ah, wir werden sie retten. Okay, ja, und ich werde niemanden von euch in Gefahr bringen. Los, beeilen wir uns. Also ich habe sehr, sehr viel in Harmonie halt. Ich glaube auch nicht, dass ich das so schnell wieder rauskriege halt. Gleich mal gucken. Ich kann nicht mehr, ich bin völlig aus der Puste. Und renn um dein Leben. Die Saki, die ich kenne, ist nicht so feige. Ja, du schaffst das, Saki. Woher kennt ihr mich? Ist uns doch gerade erst begegnet, oder? Ich kenne dich in- und auswendig, Saki. Wirklich? Unglaublich. Gar nicht gut. Ich bin auch total hinüber. Nicht auch noch du. Gib dein Bestes, Chuji. Du schaffst das. Puh, tut mir leid, Professor. Ich glaube, hier ist die Endstation. Ich glaube nicht, dass wir hier wieder wegkommen. Oh. Ugh, das war's. Das Ding schlagen wir nicht. Ich habe Angst. Wir haben alle Angst. Mann, du bist so ein Nichtsnuss. Wow. Chuji ist ein Lappen. Nicht auch noch du, Lockmon. Na gut, dann nehme ich selbst mit dem Dunkelkopf auf. Nein, diese Kreatur ist viel größer und stärker als alles, was uns bisher begegnet ist. Wenn das Vieh uns einholt, dann frisst es uns mit Haut und Haaren. Nein, nein, ich will nicht sterben. Renn um dein Leben, du auch, Sa. Schon okay, Lockmon. Keine Angst. Jetzt komm her. Und bist du so nett zu Lockmon? Du warst so gerade noch am Ausflippen. Erstens hast du dich mit mir zusammengetan, Saki. Mit mir. Ach ja, okay. Jetzt komm schon, noch ein bisschen. Wenn wir umkommen können. Gar nicht gut, es ist einfach zu schnell. Oh. Mein Professor, sie haben getan, was sie konnten, um uns zu retten, aber das war's. Er ist so ein Lappen, ne? Das sind die typischen Leute hier, die Anführer sein wollen. Erkundung! Die Leute sterben. Erkundung! Noch nicht. Aber wenn er so weitermacht, ist das wohl kaum zu verhindern. So, Stats. Also nochmal, um kurz reinzugucken. Das Stats sind hier Moral 8, Harmonie 16, Inbrunst 3. Das heißt, sag mal so, ich bin halt Harmonie halt. Ja, also der ist echt nervig. Zuneigung, Aoi und Minoru. Ja, mit den anderen habe ich halt auch einfach nichts zu tun. Sind die mir auch ziemlich gleich. So, warum ist das da? Dann gucken wir kurz mal. Also Shuji wäre zum Beispiel einer, ne? Den würde ich unter den Boss gehen lassen. Weil, ganz ehrlich, komisch, irgendwas stimmt hier nicht. Oh! Camp Time. Nee, gar nichts, ne? Okay, kann mit keinen reden. Außer Minoru. Schauen wir uns mal die Tür an. Die Tür zur unterirdischen Wasserstraße. Ein stabiles Schloss. Nicht aufzukriegen. Stabil. Was sagt er da? Gehen wir nicht gleich in der Story weiter. Es ist der Zugang zu einem unterirdischen Fluss. Sieht nicht aus, als könnten wir da rein. Wird er von Sand oder Geröll versperrt? Nein, er ist verschlossen, siehst du? Das ist ein ganz normales altes Schloss, also das mit dem Auge drauf ist halt weniger. Aber es muss das ungewöhnlich. Was für eine seltsame Struktur. Du kennst dich mit sowas wirklich aus, Minoru. Hehe, das könnte man wohl sagen. Trotzdem ist das hier mit all den Gebäuden nicht einfach nur irgendeine Parallelwelt. Ja, ganz schön seltsam. Ich frage mich, ob wir dieses Rätsel jemals lösen können. Wer weiß. Wie dem auch sei, nimm bitte das hier. Ich habe es da hinten aufgesammelt. Nein, behalte es lieber. Du kannst es besser gebrauchen. Das ist kein besonders triftiger Grund. Aber hey, das ist nur eine Nachricht. Was, eine SMS? Wie ist sie durchgekommen? Wieso ist es nur wirres Zeug? Du hast also auch eine von diesen komischen Nachrichten bekommen. Auch? Du hast also auch eine bekommen? Heißt das, du kannst zu Hause anrufen, oder? Nein, leider nicht. Gib keinen Empfang. Verdammt. Naja, bringt nichts zu jammern. Machen wir uns später Gedanken darum. Okay, also mit dem komischen SMS hier ist auch merkwürdig halt. Habe ich auch nicht verstanden. So, was hat er jetzt nochmal als Ausrüstung?
Ja, okay, macht Stärke halt, ne? Das macht schon Sinn. Ausdauerpilz. 30 Leben. Ja, okay. Ja, eben. Ne? Hat auch recht halt. Nicht jammern. Ne, wenn man nicht weiterkommt, geht man einfach weiter. Was? Das Sinn? Keine Ahnung. Der hat mehr Leben. Das macht auch Sinn. Jetzt müssen wir das Sidramon noch was ausrüsten hier. Weil der kommt jetzt mit in den Kampf. So, der ist ein Verteidiger. Das heißt, Verteidigung würde natürlich Sinn machen. Das heißt, wäre auch 25%. Wenig spoilern, aber Rio wird auf jeden Fall nicht dein Favorite, würde ich sagen. Also, ich sag mal, er ist anfällig. Und da ich schon gespoilert wurde durch irgendwelche, also nicht gespoilert, aber es gibt halt, sag ich mal, also ich weiß zumindest, man kann Leute verlieren. Es ist nicht so, dass alle hundertprozentig überleben werden. Es gibt halt mehrere Charaktere, die auf der Kippe stehen irgendwann. Das weiß ich noch nicht mal. Aber, ne? Ich weiß noch nicht mal, aber der hat halt schon so komische Tendenzen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man, ja, irgendwie sowas in der Art halt. Es gibt auf jeden Fall Leute, die tatsächlich du verlieren kannst. Moin, Arti. So, das habe ich zumindest wohl schon gespoilert, dass es halt sowas gibt, so wie, ja, ne, kannst du Person X und Person X und Person X retten halt. Nicht so. Ich wollte nicht gespoilert werden. So, aber was natürlich das Ganze, sag ich mal, interessant macht. Muss man ja sagen. Weil das habe ich ja gehofft eigentlich, ne? Dass das Thema halt, sag ich mal, dass sie ein bisschen dunkleren Turn hier machen und die Atmosphäre einfach ein bisschen schlimmer machen halt. Ne? Dass es nicht hier so ein Schulausflugtrip ist und wir müssen kämpfen und so, aber ne? Es gibt so eine unsichtbare Gefahr, aber Plot Armor rettet halt. Sondern dass man wirklich anscheinend auch Leute verlieren kann hier. Mit den falschen Entscheidungen. Das finde ich gut. Wow, hier gibt es wirklich einen Damm. Kaum zu glauben, dass Menschen so etwas Großes bauen können. Aber der stammt nicht aus dieser Welt. Wie ist so ein großes Bauwerk hier gelandet? Wer weiß, der steht hier schon, solange ich mich zurückerinnern kann. Also ein paar Jahre. Aber Agumons Reaktion auszuschließen, könnte es auch nur ein paar Tage sein. Hier ist auch nichts. Gehen wir dann einfach rein? Könnten wir. Wo ist der Eingang? Da rein? Sollten besser aufpassen. In der Gegend lebt eine wirklich böse Kreatur namens Fangmon. Dieser Mestkerl hat versucht, uns zu unterwerfen. Die Kinder könnten in echten Schwierigkeiten stecken. Wir sollten sie besser vor Fangmon finden. Jupp, genauso sieht es nämlich aus halt. Das war nicht die Kinderversion, die wir gesehen haben früher. Jetzt sind wir nämlich bei. Ja. Bei Digimon Survive, habe ich verstanden. Fangmon, er kann sich verstecken. Aber Moment mal. Was ist das da drüben? Oh. Oh nein. Erkennt ihr diese Szene? Blair Witch Project? Das ist quasi ein Danganronpa, ja. Ich glaube, ich sehe jemanden. Ja, das sind Saki und Shuji. Und sie werden von irgendwas Großem verfolgt. Haben wir schon dreimal gesehen, aber. Oh nein, das ist Fangmon. Oh nein, sie sind in Gefahr. Ich schaffe es niemals rechtzeitig zu ihnen. Beinahe lenkt ihn ab. Okay, komm, lenkt ihn ab. Ich lenke ihn ab, um uns etwas Zeit zu verschaffen. Ey, du Blödian. Du musst erst an uns vorbei. Gut, er sieht zu uns rüber. Jetzt nichts wie weg. Ja, ich würde auch sagen. Weil Beeilung ist immer so, wenn sie schon sagen, sie schaffen es sich rechtzeitig, sagen, ey, wenn wir schneller laufen, dann schaffen wir es. Wir sind in Sicherheit. Hier, ihr zum Glück auch, wobei noch nicht ganz in Sicherheit. Wartet da, wir retten euch. Meine Güte, Minoru, wann hast du denn so viel Rückgrat? Ich habe das hinten im Wald gefunden, das lag drin nur so rum. Nutzlos. Und vor allem, Saki, das sind. Bin mir nicht sicher, aber sie haben uns gerettet. Das sind Floramon und Lapmon. Du kennst sie? Nein, seht sie zum ersten Mal. Schön, euch kennenzulernen.
Spare die Begrüßung für später. Wir sollten uns zuerst darum kümmern. Oh, noch mehr Beute. Moment mal, es kann sprechen? Was ist denn hier los? Das ist ein schlechter Zeitpunkt, um so in der Gegend zu glotzen. Oh nein, Saki ist hingefallen. Und tot. Hey, warte. Ah, oh, Shuji ist abgehauen. Hey, Shuji, nicht zu fassen, dass du Saki im Stich gelassen hast. Oh, oh, in denen sammeln sich noch mehr Kreaturen. Das von morgens Schergen, das sieht übel aus. Wir sind umzingelt. Mit diesen Trotteln werden wir schon fertig. Ja, überlasst das nur uns. Oh, Professor. Was? Denken Sie etwa, Sie könnten Saki ganz alleine retten? Das ist doch irre. Jo. Das ist also der, also wer ihn opfern kann, unterm Bus mit ihm. Alles okay, Saki. Hier, ich helfe dir hoch. Kommt hier herüber. Wir retten euch, keine Angst. Danke. Arigato gozaimasu. Sind gerettet. Fester hinter ihnen. Nani? Keine Angst, sagst du, von wegen, du solltest besser Angst haben. Okay, wir kümmern uns um die Kinder. Nein! Professor! Was? Nein! Otto, ich wollte mir den Kleinen schnappen, bin aber abgerutscht. Ja. Ernsthaft? Er ist abgestürzt? Ah, ich bin erledigt. Was ist passiert? Nein, nein! Kann doch nicht sein, der Professor ist abgestürzt. Und jetzt schmeiße ich den Rest von euch hinterher, einen nach dem anderen. Oh, oh, ich kann nicht mehr denken. Mein Hirn ist im Leerlauf. Mut machen. Steht auf. Wir drehen auf, wir stehen auf, wir halten fest zusammen. Was geht hier vor sich? Ich habe schreckliche Angst. Ich bin total durcheinander. Hey, bist du bescheuert? Warum bewegen sich meine Beine? Geh direkt auf den Halunken zu. Like a boss. Was hast du für ein Problem? Willst du als erstes sterben? Ich will nicht sterben, oder? Auf geht's, Agumon. Bin dabei. Hört sich nach. Hört ihr die Musik? Die Musik hört sich nach. Und der Geruch riecht nach Digitation. Aber brauchen wir die Digitation? Fangen wir mal gar nicht so krass. Also die anderen, die wir getroffen haben. Aber naja. Zu einer Digitation soll ich nie nein. Deswegen. Nehmen wir mit. Okay. Ach so, denke ich, muss ich auch noch entwickeln. Wir werden zurückgetrieben. Wenn das so weitergeht, sind sie alle erledigt. Was? Mehr hast du nicht drauf. Du stehst mir im Weg und Großmaul. Nein, ich? Ich stand im Weg herum. Ich schwinge nur große Worte. Ich wollte sie alle retten. Aoi, hör nicht auf diesen Idioten. Tust nicht nur so. Du bist wirklich nett. Du wolltest wirklich helfen. Labramon, die Aoi, die ich kenne, hat starke Gefühle. Mächtige Gefühle. Meine Gefühle, ich will stärker werden, aber mir fehlt der Mut. Das stimmt nicht. Du stehst doch genau hier, oder? Ja, du hattest halt, also es scheint so zu sein, dass im System, dass wenn du jetzt in irgendwelche Gebiete läufst, wo du schon mal warst, dass du dann auf Fangmon treffen kannst. Also halt irgendein Fangmon. Und ich gehe davon aus, halt, das soll er sein. Aber den machst du halt auch mit den ersten Digitationen halt irgendwie mit 3-4 Schlägen platt. Und dann kriegst du eine Tafel und mit der Tafel kannst du die Digimon, die du so sammeln kannst, also so überreden kannst, um dir zu joinen, die kannst du dann zu Champions entwickeln. Das heißt, man hat schon gegen ihn gekämpft, aber war halt relativ schwach halt. Ich gehe natürlich davon aus, dass er jetzt stärker ist halt in dem richtigen Bosskampf. Und das andere eben wirklich nur dafür da ist, dass du diese Tafeln sammeln kannst, damit du alle Digimon weiterentwickeln kannst, die du so nicht in der Story weiterentwickelst. Deswegen, sonst haben wir bis jetzt noch nicht offiziell gegen gekämpft, also ne, so ein Boss-Battle oder so. Sondern er ist danach immer abgehauen dann und sagt, naja, ne, ich mach nichts mal richtig ernst und haut dann ab. Kämpfst doch jetzt gerade, siehst du das nicht? Labramon, du hast recht, ich muss es versuchen. Ich werde weitergehen.
Für uns alle. Für mich. Ja, ich habe erst tatsächlich jetzt, also ich habe meine Pokémon, ich habe das erste Mal, das Digimon, habe ich Cidramon jetzt entwickelt. Labramon? Ja, so fühlt sich das an, Aoi. Die Stärke deiner Entschlossenheit, sie durchdringt meinen Körper. Und jetzt. Okay. Und ein Dobramon. Heißt er so? Stimmt, ne? Ja, hab's. Wusstest du auch. Du Dobramon, fast. Aber in Japanisch als Dobramon. Siehst du anders aus? So stark sind deine Gefühle, Aoi. Das hat mir Kraft gegeben. Ich bin der Beweis deiner Stärke. Mit einem gerechten Herz fügt man über große Macht. Labramon, also Zeit, euch Manieren beizubringen. Und Aoi, ich bin nicht mehr Labramon. Nenn mich Dobramon. Na warte, das ist also die Macht der Menschenkinder. Ich werde sie zu Hackfleisch verarbeiten. Und das aber auch noch nicht nötig war, dass ich irgendwie level oder sowas. Großartig, ich habe zwar ein paar Freikämpfe gemacht, aber die Kämpfe waren bis jetzt halt einfach so, relativ easy halt. Deswegen habe ich gar nicht so die Mühe gemacht, da jetzt groß zu leveln oder ganz viel zu Champions zu machen. Deswegen warte ich quasi noch, bis mal irgendeinen Kampf kommt, wo ich sage, okay, ey, ne? Da geht's nicht weiter. Wenn ich jetzt privat spielen würde, würde ich natürlich leveln, würde es mir jedes Digimon holen, was ich treffe, würde die alle zu Champion weiterentwickeln und so, einfach nur, um ne? Spaß zu haben, aber für den Stream halt, ist es halt ein bisschen, ja. Okay, okay. Also Springhöhe beobachten. Ein Allrounder. Ist die Frage, gehen wir da lang oder gehen wir da erstmal runter? Wir können von hinten angreifen, ne? Wo sehe ich denn hier seine Werte? Ich würde gerne wissen, ob... Ach, da Werte. So, der hat Springhöhe 2. 1. Aber bei der Entwicklung wahrscheinlich. Nice. So, ja, bei mir ist es halt, weil ich Switch spiele, ist es halt auf X. So, Springhöhe 2. Ich gehe mal davon aus, natürlich bei der Entwicklung kriegen die noch mehr. Das heißt, macht Sinn, hier runter lang zu gehen? Nee, ne? Hier ist eine kleine Kiste, zwei kleine Kisten. Okay, dann lassen wir das am besten mal Cidramon machen. Und derzeit gehen wir immer weiter nach vorne. So, ich lasse die erstmal nicht digitieren für eine Runde. Einfach nur, damit wir hier nicht unnötig SP verschwenden für den Weg. Weil da die erstmal eh nicht angreifen. Das Cidramon versucht mal einfach in die Kisten hinten zu gehen. Okay. Kann die auch schon digitieren? Nee. Dann kann Dings dir noch ein bisschen helfen. Wenn die eh nicht digitieren können, dann ist es auch egal. Ich. Das sind nur drei Leute. Ein was? Haufenwurf? Er wirft mit Häufchen? Ist ja widerlich. Okay. Das ist eine gute Attacke. So, jetzt aber. Einmal weiterentwickeln. Ein bisschen weiterlaufen. So, schnell Händen rüber. Sehen wir mal ein bisschen aggressiver vorgehen. Den Kampf jetzt schnell beenden. Ja. So, ich habe jetzt halt natürlich hier Tyrannomon. Durch meine Harmoniewerte. Ich finde Wargreymon natürlich mega cool, aber ich bin jetzt nicht unzufrieden mit Tyrannomon. Muss ich dazu sagen.
Assist, ne? Normaler Angriff einfach. Ja, gut, für das irgendwie. Auch darunter? Ja, die Rechte hatten das schon, ey. Machen wir einfach mal. Pollenregen. Okay, die brauchen noch ein bisschen. Okay, ohne Heiler wird hier echt schwer, ne? So, ein Schlag den hier. Dann können wir theoretisch den schon angreifen. Und ich habe ein bisschen Action haben hier. So. Das ist aber von hinten angreifen, ist nicht so dramatisch. 791 Leben. Das kriegen wir wohl hin. Auch tot. Passt, würde ich sagen. So, schön zur Seite ausrichten, dass wir von hinten angreifen können. Ja gut, müssen wir weiter. Der hat leider so eine hohe Reichweite, was Rennen angeht. War sehr gut. So, jetzt können wir versuchen mal hier irgendwie zu erwischen. Weil wie gesagt, wir können die anderen ja verlieren, das ist ja dramatisch. Wir dürfen halt nur nicht. Aber war. Alle vernichtet, okay. Also wir können auch welche von denen hier verlieren jetzt in dem Kampf. Das wäre nicht dramatisch, also wir können weiter auf die Truhe pushen. Also auf die beiden. Ich gehe davon aus, dass jetzt nur irgendwelche Heilsachen drin sind, aber. Ja, okay. Vollenregen muss schon sein. Können wir mit einem nicht reden? Fangen wir vielleicht? Ne, okay. Stimmt, ich konnte die ganze Zeit meine Digimon noch boosten, ne? Ja, komm noch. Jetzt hat er sich dahin gedreht. Jetzt können wir einen schönen Finishen. Ich könnte meinen, dass das meine Taktik war, ihn jetzt zu bringen, sich umzudrehen, aber. Alles Zufall. So, wie viel SP hat sie noch? Das braucht 30. Zwei Runden, um hinzukommen. Ja, okay. Müsste passen. Wird aber knapp, ne? Mit der Geschwindigkeit, die wir gerade voranschreiten, müssen wir, glaube ich, tatsächlich. Oh. Schaffen wir die Truhe wahrscheinlich nicht, bevor wir gegen Fangmon kämpfen. Ich will einfach mal einen Break machen, falls Fangmon sich schon in unsere Richtung kommt. Dass wir das einfach ein bisschen. Abwarten. Ach, kann er nicht runterspringen, weil es schon höher als 1 ist. Schade. Wird ein bisschen geblockt. Weil es zu klein ist. Wenn ich jetzt so weit gehe, werde ich definitiv angegriffen. Dann gehen wir mal dahin. 50. Ja, komm, wir warten dann lieber. Gucken, was Fangmon macht. Da schon ein paar Truhen einfach mitnehmen. Jetzt bleibt da, das ist gut. Aber Digitation brauchen aber auch 30. 5 SP pro Runde, ne? Eigentlich kann man nicht warten. Ja, komm, egal, wir gehen weiter. Weil ich will eigentlich die Champion-Digitation eigentlich noch haben. Wir hoffen, dass wir die wahrscheinlich noch brauchen im Kampf. Der größte Feind von kleinen Pokémon. Ja. Ja. Deswegen haben sie das wahrscheinlich auch erwähnt. Da gehen wir ganz nach vorne, gehen ganz nach vorne, glaube ich. Obwohl, ne, wir müssen ein bisschen anlocken, damit meine anderen Digimon auch gleich angreifen können. So, los geht's.
kann auch beim nächsten Dings keine Attacke einsetzen. Und dann setze ich keine ein, damit ich in der Digitation bleibe. Suchen wir gleich mal zu umkreisen hier. Ja, okay. Das wird ja wohl kein Problem sein. Hallo. Ah, okay. Sorry, ihr müsst zurückbleiben. Es tut mir echt leid, aber ihr könnt keine Treppen laufen. So weit seid ihr noch nicht. So, ich kann auch noch einmal hier seinen Energiespeil machen. Okay, das... Kommt gleich von hinten an. Okay, also kann Schaden machen. Das ist nicht das Ding. Aber das war's auch schon wieder. Xidramon, komm schon. Du brauchst ein paar Level hier. Sprunghöhe leider. Schlecht. Springhöhe wahrscheinlich nur bei Digitation verbessert, ne? So, nochmal eine spirituelle Rune, also können nochmal einen Champion machen. Fähigkeitsfrucht kenne ich nicht. Geh gleich mal rein. GG, ganz genau. Wir haben es geschafft. Es war zwar schwer, aber wir haben es erledigt. Ihr seid einfach unglaublich. Geht hier bitte vor sich. Es gibt eine Menge zu erklären. Habt ihr alle. Wie sie bereits sagten, ist eine Menge passiert. Rückmann ist jetzt sein bester Freund. Ich will uns nicht als Freunde bezeichnen. Nur weil du so gemein bist. Aber du bist so süß. Ja, Chuji auf jeden Fall. Okay. Verdammt nochmal. Du bist wesentlich zäher als gedacht. Was, du kannst dich immer noch bewegen? Der ist echt stur. Nein, wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Ja, und ich werde Haui beschützen. Aber bist doch total hinüber. Du willst immer noch für uns kämpfen? Wir müssen jetzt ziemlich am Ende sein. Ich glaube nicht, dass wir noch die Kraft haben. Einer gegen so viele, das ist wohl kaum fair. Abgehauen? Moment mal, ist er gerade weggerannt? Wir sind gerettet. Wir haben irgendwie überlebt. Digimon Survive. Aua, okay, das ist Inbrunst. Also rufen wir uns kurz aus, ist Harmonie. Verschwinden wir von hier, Moral. Egal was ich mache. Egal was ich mache, ich finde, das ist nicht Harmonie. Harmonie ist nicht halt, ne? Ja, ne, komm, wir müssen weiter. Nicht stoppen, keine Pause, los geht's. Hier ist nicht sicher, nicht wahr? Stimmt's, aber ich glaube nicht, dass wir schon wieder laufen können. Aber was ist mit dem Professor? Arg. Ist viel mehr schwer zu sagen. Und während ich noch zögere, sprach es jemand anderes aus. Es wird sein, Rio. Hey, seht mal, da unten. Oh, der Nebel. Verschwinden wir hier, Takuma. Dieser Nebel ist gefährlich. Ja. Der ist so dicht. Schon allein beim Anblick fahren wir Schauer über den Rücken. Der ist dicht. Aber vielleicht lebt der Professor ja noch. Was? Er ist abgestürzt, bevor der Nebel da war, oder? Vielleicht hat er ihn ja nicht erwischt. Ich meine, wir wissen doch nicht sicher, dass er tot ist, oder? Nein, dafür gibt es keine Beweise. Wir könnten von hier aus nicht einmal eine Leiche sehen. Aber auch ohne den Nebel wäre ein Sturz aus dieser Höhe. Kann sich aber nicht sicher sein. Ich gehe herunter und schaue nach. Warte, Minoru. Halt mich ja nicht auf. Nein, ich begleite dich. Ich will es selbst sehen. Ich komme auch mit. Wenn er noch lebt, müssen wir ihm helfen. Ich helfe auch. Ihr dürft nicht ohne mich los. Ich gehe vor. Wirklich? Wirklich?
Du gehst vor. Größte Lappen, den ich jemals gesehen habe. Kannst hinter mir mit dem Lappen hinterherkommen halt und kannst den Boden wischen. Hey, ich komme auch mit. Okay, dann suchen wir alle den Professor. Ganz ehrlich, ja. Chuji, der gerade Saki opfern wollte. Ach, da unten war ja auch noch ein Kanal. Vielleicht hat er es wirklich überlebt. Geh mir Strom abwärts, vielleicht wurde er von der Sturm mitgerissen. Dann können wir uns vielleicht hören. Rufen wir ihn. Professor, Professor? Professor, wo sind Sie? Hey, Profi! Okay, das mache ich jetzt nicht mehr. Nani? Moment mal, wer war das? Das könnte ganz aus der Nähe gekommen sein. Takuma, ich bin immer noch. Schon gut, ich sehe mich nur ein bisschen um. Ich passe auch gut auf. Agumon ist noch verletzt. Obwohl er nicht einmal erwischt wurde. Kampf, aber. Da ist er aber. Oh, der sieht ganz schön mitgenommen aus. Er muss schwerer verletzt sein, als wir dachten. Das ist zwar ein Problem, aber. Hat der Nebel gerade das Ding da erwischt? Oh nein, jetzt kriegt er rote Augen. Ja, der Nebel ist über seine Füße gewabert und dann konnte es sich nicht mehr bewegen. Selbst Monster werden vom Nebel beeinträchtigt. Warum wohl? Genau, ich hinsehe, desto unheimlicher erscheint mir der Nebel. Ich kann Chuji gut verstehen. Agumon und die anderen weichen zurück. Rio erträgt nicht einmal den Anblick. Beobachtung ist der Schlüssel. Ist zwar unheimlich, aber wegschauen hilft uns nicht weiter. Wir müssen ihn beobachten. Vielleicht finden wir ein Gegenmittel. Man kann nie wissen. Was war das? Hau ab. Kein Schritt weiter. Dreht fangen wir uns durch. Nein, verflucht. Nein, das kann nicht sein. Nein. Nein. Jetzt kommen die Hände, ne? Nee, doch nicht. Der Nebel. Er hat Fangmon erwischt. Hat er ihn verschluckt? So schlimm hatte ich mir das nicht vorgestellt. Also ein Szenario, das ich mir vorstellen könnte, ist einfach verschwunden sein halt. Das ist das Normalste. Das hat einen die Schwache verschlagen. Tja. Nebel ist halt unheimlich. Ist halt einfach so. Mann und Ners, warum kommandierst du mich mehr herum? Und redest du, ich wollte bloß auf dich aufpassen. Das vermisst mir das Leben, ich bin es leid. Lass mich in Ruhe. Nee, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Sieh dich mal um, hier herrscht das ganze Chaos. Ja, irgendwas ist komisch. Ich weiß zwar nicht, was passiert ist, aber es ist schon so, seit wir aufgewacht sind. Als ob es nicht schon komisch genug wäre, dass wir beide gleichzeitig ohnmächtig geworden sind. Deshalb musst du mir zuhören. Du gehst auf keinen Fall alleine los. Endlich auf mir Befehle zu geben. Du bist nicht mein Chef. Das zwar nicht, aber ich bin dein großer Bruder. Der Oni-chan. Und ich mache mir Sorgen um dich. Na klar, ganz vergessen. Wenn mein großer Bruder sich Sorgen macht, kann er tun, was er will. Oder auch nicht. Außerdem war bei mir alles in Ordnung, als ich zuletzt nachgeschaut habe. Nicht mal der kleinste Kratzer. Und die Ohnmacht? Im Ernst? Das passiert mir doch nicht. Ich bin als erst ein einziges Mal ohnmächtig geworden. Das gibt es nur im Fernsehen. Du bist albern. Mio. Und wir haben uns vielleicht wirklich verlaufen. Aber findest du das nicht auch irgendwie aufregend? Aufregend? Was ist denn mit dir los? Was war das gerade? Meinst du, das war ein Erdbeben? Nein, das passiert hier öfter. Fühlt sich eher nach Riesengetrampel an. Ach, das ist so laut. Das ist doch nicht etwa wieder ein Monster, oder? Auf keinen Fall, hör auf, mir Angst zu machen. Gut, ich werde mal nachschauen. Was? Halt, Kaito. Lass mich nicht allein. Ach, jetzt soll er nicht alleine lassen. Vielleicht komme ich in die Nähe des Monsters. Getrennt ist es sicherer. Bin gleich wieder da. Fühl dich nicht von der Stelle, okay? Nicht weggehen. Kaito, geh nicht.
Von dem Baum aus habe ich bestimmt einen guten Überblick. Ich will zumindest herausfinden, was hier rumtrampelt. Oh, da bewegt sich nichts. Was für ist das für ein Viech? Hat das den ganzen Krach? Sein rechter Arm ist ein wahrer Traum, Turm aus Muskeln. Ein Treffer damit und ich bin erledigt. Was ist das? Da ich jetzt weiß, dass hier etwas Gefährliches herumläuft, sollte ich schnell zurück zu Mio. Also ich hätte nicht nachgucken müssen, um etwas, was kleine Beben verursacht beim Laufen, hätte ich lieber nicht hingehen sollte. Mio, wir sind in Gefahr, wir müssen hier sofort weg. Tja. Mio, was ist? Hast du gehört? Mach jetzt bitte keinen Quatsch, Mio. Antworte mir. Tja. Und so wie Mio halt ist, haut sie ab. Ist das wieder in der Schule? Vermutlich, ne? Schon Argumon. Guten Morgen, Argumon. Guten Morgen, Takuma. Offenbar schlafen Minoru und die anderen noch. Ob die Mädchen wohl schon wach sind? Ja, das wüsste ich auch gerne. Wollen wir mal nachsehen? Nee, lieber nicht. Sie kommen schon in die Cafeteria, wenn sie fertig sind. Nachdem wir gestern Shuji und Saki gefunden haben, haben wir es heil hierher zurückgeschafft. Aber auf das Gespräch, was dann stattfand, war ich nicht vorbereitet. Ja, es wird Shuji sich wieder hier als Boss aufführen, ne? Und wir müssen ihn opfern. Wir sind bestimmt alle ziemlich kaputt. Wir sollten uns ausruhen. Ja, ich halte mich kaum noch auf den Beinen. Chuchi, was ist mit dir? Ach, lass mich in Ruhe. Kommen. Hey, Moment mal, ist mir irgendwas entgangen? Du willst nicht, dass wir hier alle schlafen? Hier ist jede Menge Platz, liegt das Problem. Schaut euch nur alle die sauberen Decken an. Nein, ich meine Mädchen und Jungs in einem Raum. Oh? Ey, das passt schon. Wir haben gerade weitaus größere Probleme. Bist du irre? Soll ich einfach so hinnehmen? Ja, Minoru, tut mir leid, Kumina-sai. Mädchen brauchen Privatsphäre. Was, wenn wir uns umziehen oder baden gehen wollen? Sie hat nicht ganz unrecht. Bisher habe ich das immer woanders gemacht. Was? Die Jungs habt ihr einfach allein noch herumlaufen lassen? Das ist ja furchtbar. Wo ist euer Hirn? Das Hirn war... Ah, das liegt hier irgendwo rum. Ja, sag's ihnen, Saki. Floramon, gieß nicht nur Öl ins Feuer. Ja, wir könnten jetzt halt angegriffen werden. Die beste Option war es, wir zusammenbleiben. Und das ist der Hauptpunkt. Irgendein Platz in der Schule wäre gut. Aber das ist nur eine perverse Rechtfertigung, um uns beim Umziehen zu beobachten. Ja, eben. Ja, das war das schon halt, ne? Das ist halt die Irrationalität halt. Was, Takuma? Nein, darum geht es doch gar nicht. Habe ich eh schon alle im Schlaf abfotografiert. Ich meine... Was heißt Hentai? Das weißt du nicht, Argumon? Das ist etwas Widernatürliches. Wie wenn aus einem Schmetterling eine Raupe wird. Richtig, Kunemon? Ja, genau, Argumon. Ne? Das muss man jemand erklären. Oh, ihr zwei seid echt klug. Das klingt nach Entwicklung. Hey, wenn ihr irgendwas wissen wollt, fragt einfach mich. Nein, ich glaube, in diesem Fall... Ach, egal. Falcomon ist halt der smarteste von denen. Und der weiß es zwar besser, aber manchmal lässt es einfach laufen. Warum Floramon? Ach so, weil die so mit eingestiegen ist, ne? Wollen wir mal gucken. Worauf es ankommt, ist, dass wir getrennte Räume haben sollen.
Dann habe ich zwar nicht vorher dran gedacht, aber Saki hat recht. Klingt für mich ganz offensichtlich. Shuji, dich hat keiner gefragt. Du bist ein Lappen. Ein Lappen ist ruhig und liegt. Als würde das irgendwas bringen. Wir kommen hier niemals mehr weg. Niemals. Ich finde, wir werden fälschlicherweise beschuldigt. Was meinst du, Takuma? Ganz ehrlich? Nein. Wir sind hier alle in Gefahr. Wenn wir irgendwo in einer fremden Welt wären und irgendwo jederzeit ein Monster auftauchen könnte, sind wir einfach, wenn wir mehr sind. Das ist der Fehler bei den Horrorfilmen, Horrorspielen und so weiter. Wir trennen uns alle. Da sind wir angreifbar. Wir können uns nicht wehren. Punkt. Wie gesagt, wir können jederzeit angegriffen werden. Zu mehreren sind wir sicherer. Ich weiß ja nicht, wäre ganz schön mutig, das Argument erneut anzuführen. Lass es bloß nicht Saki hören, sonst flippt sich komplett aus. Guter Punkt, wenn das so ist, darf ich dich dann mal was fragen, Haru? Wie wäre es, wenn die Mädchen mit Haru und Miyuko im Musikraum schlafen würden? Miyuko ist ein Mädchen und Haru ist noch klein. Ich glaube, das wäre für mich in Ordnung. Ja, das stimmt. Man muss den Nachwuchs halt irgendwie auch in Gang bringen, ne? Dann sind wir aber schon wieder bei Hentai. So. Ja, für mich auch. Okay, wäre es dann in Ordnung, wenn die beiden hier bei euch im Musikraum schlafen? Was? Aber wir? Miyuki schaut Haru irgendwie komisch an. Na schön, ist wohl okay. Super, vielen Dank. Hat sie ihn überzeugt? Sie mag ja ruhig sein, aber sie ist die ältere der beiden. Ich glaube, die beiden da, Haru und Miyuki, sind beide schon tot. Ja, du hast ja eigentlich am Anfang gesehen, wie Miyuki und Haru, wie das Mädchen ja schon so in den Nebel gezogen wurde von irgendwelchen Händen und der Junge sie dann retten wollte, aber du hast halt nicht gesehen, was danach passiert ist. Also gehe ich mal davon aus, es sind irgendwie noch Geister oder sowas. Du hast ja einmal so ein Geisterbild hier gesehen von dem Jungen, also dass er irgendwo steht und dass er halt so leere Augen hatte. Okay, dann sollten wir uns jetzt alle eine Mütze Schlaf holen. Deswegen ist ja immer meine Vermutung, dass die beiden schon einfach nur, ja, schon von Dukugomon oder sowas schon erwischt wurden. Ich hätte nicht gedacht, dass Saki uns sowas Unanständiges vorwirft. Was denkt sie denn von uns? Dass wir jung sind im Teenageralter und wir uns irgendwie für Opais interessieren? Ja, vermutlich. Na, vielleicht macht sie auch nur Wirbel, um sich nichts anmerken zu lassen. Wir hatten Angst, dass wir alle verlieren. Dann trafen wir den Professor. Und was dann mit ihm passiert ist? Wir wollten uns doch in der Cafeteria treffen, oder? Vielleicht sollte ich mal dahin. Guten Morgen, Takuma. Hey, Minoru. Moin. Ryo ist auch ein Lappen, ne? Ryo. Ist halt so der Pessimist in der Gruppe. Choji ist der Lappen halt, der hinter uns hergeschleppt wird, der ein bisschen nass am Boden liegt. Genau so. Ryo, Choji, euch auch einen guten Morgen. Minoru sieht nicht gerade frisch aus, aber die beiden wirken ziemlich aufgebracht. Kann man ihnen nicht vorwerfen, nach dem, was wir gesehen haben. Ja, geht mir genauso. Das ist einfach nicht richtig. Der Professor war hier der einzige Erwachsene und der ist im Nebel verschwunden. Jetzt sind wir Kinder auf uns allein gestellt und keiner weiß, was wir tun sollen. Das macht doch keinen Spaß. Alle sind so betrübt. Ja, ist ja von einem Damm runtergefallen. Sie haben halt keine Leiche gefunden, das heißt, ich gehe davon aus, dass es noch irgendwo ist. Und, ja. Ja, selbst mein Partner, der alte Witzbold, wirkt deprimiert. Ich wünschte, ich könnte sie aufheitern. Nein, lass das. Kannst du den Raum nicht lesen? Ich kann ja gar nicht lesen. Den Raum? Wie liest man einen Raum? Kann man Räume lesen? Das ist anders gemeint. Taskete! Oni-chan! Ja, mit der Ruhe. Das hat nichts zu bedeuten. Seid ihr immer so? Das ist typisch für Agumon. Genau wie für Kunemon und mich. Lobmon ist der Beste. Ganz ehrlich, deswegen. Shuji hat ihn gar nicht verdient. Also Shuji, der kann unter den Bus. Und dann hole ich mir Lobmon ins Team.
Appamon ist gerade nicht da, normalerweise hält sie Agumon im Zaum. Ah, okay. Bei uns war es nicht so schlimm. Der Professor hat alles am Laufen gehalten, während Florimon und Saki mir Mut gemacht haben. Ja, nee, nachdem was gestern passiert ist, wirkt dein Partner ziemlich unzuverlässig. Ah, Agumon spricht's aus. Chuji, Lappen. Ich nenne nur Lappen. Ich nenne gleich mit Chuji. Obwohl er der Größte ist? Groß heißt nicht unbedingt besser. Außerdem ist er ziemlich streng zu Lappen. Das ist gar nicht so schlimm. Wir haben alle junge Partner. Wir können nicht erwarten, dass sie perfekt sind. Wir müssen sie beschützen und unterstützen, damit sie lernen, sich zu benehmen. Falcomon ist der Beste. Ich werde das tun, Professor. Sie werden schon sehen. Ich hole uns alle hier raus. Das werde ich. Lappen, in die Ecke, Ruhe. Wir können ja nicht einfach bis in alle Ewigkeit trauernd herumstehen. Tränen machen dein Argument auch nicht besser, Chuji. Boom, Schatz feiert. Minoru, bitte versuch dich in Chujis Lage hinein zu versetzen. Er ist ein Lappen. Ein Lappen verliert Wasser, wenn er irgendwo rüberläuft. Das ist normal. Er hat viel Zeit mit dem Professor verbracht. Daher trifft ihn der Verlust schwerer. Gib ihm Zeit. Ja, ich bin ein Lappen. Ich liege herum, mach nichts, jammer nur rum, bin keine Hilfe. Außer wenn was dreckig ist. Deswegen sag ich ja, nee. Das ist der ist überhaupt nichts. Das würde ich ja, aber wir brauchen Chuji doch als Anführer. Warum denn? Ich mach das, Kollege. Nach ihm ist Aya am ältesten. Ach, und wahrscheinlich auch Ryo. Für den dreien ist Chuji die einzig richtige Wahl. Ich muss stark sein. Ich bin doch ein Lappen. So, also schon mal, damit ihr Bescheid wisst, in diesem Let's Play wird Chuji noch gemobbt. Ja, wir dürfen nicht die ganze Zeit trauern. Wir müssen die Lage einschätzen. Ihr habt mir doch von der Schule und euren Vorräten erzählt. Da fällt mir ein, wo hast du eigentlich die Nacht verbracht, Chuji? Draußen? Du, krass. Jetzt verstehe ich, warum er ständig so nervös ist. Das wäre ich auch, wenn ich den ganzen Tag um mein Leben gerannt wäre. Okay, dann fange ich mal ganz von vorne an. Oh nein. Trauerst du um deine Pokémon Unite-Karriere? Erklärt dir, wie wir die verlassene Schule Agumon und die anderen gefunden hatten. Im Kampf gegen Dokugumon. Der Begegnung mit Haru und Miyuko im Meer. Aber ich würde ja sagen, dass sie auf dem schweren Schwierigkeitsgrad gespielt hat. Boom. Und Forced Wall durchbrochen. Und also wir haben auf normal gespielt. Wenn die schon auf schwer gespielt haben, ist es trotzdem Lappen. Das stimmt, keine Ahnung, was ohne die Professor noch alles passiert wäre. Deine Gedanke daran, von diesem schrecklichen Viech gejagt zu werden. No thank you. Was war es eigentlich? Er hat immer etwas von Kindern und Opfern gebrabbelt. Was passt zu dem, was der Professor über die Kinomonogamie und die Menschenopfer erzählt hat? Wir würden wohl nicht im Dunkeln tappen, wenn wir ihn fragen könnten. Ich meine... Ich sollte wohl lieber meinen Mund halten. Ja, Twitter ist echt... Das sind die Twitter-Kids. Ja, die Uhr können wir jetzt nicht mehr zurückdrehen. Eins ist sicher, da draußen gibt es ein paar schräge Monster, ganz zu schweigen von dem Nebel. Ja, der große Wolf ist einfach darin verschwunden. Frag mich, was passiert ist, wenn man vom Nebel verschluckt wird. Testen? Und dann anrufen? Keine Ahnung, Agumon und die anderen wollen nichts damit zu tun haben, das steht fest. Wir sollten auf jeden Fall lieber aufpassen. Aber du recht hast du recht. Was, wenn das nämlich Kopien der Schule und der Berge hinter den Ruinen sind? Was, wenn das alles nur ein krasser Streich ist? Was ist ein Streich? Wenn man andere zum Spaß hereinlegt, vor allem Prominente. Wobei ich keinen Sinn daran erkennen kann, sich solche Mühe zu geben und nur um uns hereinzulegen. Wenn es eine andere Welt wäre, würde es einiges erklären. Zum Beispiel, warum kein Rettungsteam unterwegs ist. Ich habe einen Hubschrauber. So abgelegen ist es hier nicht. Es gibt Wege, ein Schrein und eine alte Schule. Das will ich gar nicht hören. Nach Rios Ausbruch verfällt Chuji zwar ins Schweigen, aber die Konsequenzen sind klar. Wir müssen uns überlegen, wie wir hierher gekommen sind. Takuma, es hilft uns auch nicht weiter. Chuji weint einfach nur noch. Ihr habt Kunemon gehört. Ja, ich habe Kunemon gehört, aber QQ gesagt. Lange vor, wir sammeln uns irgendwo anders.
Ja, und außerdem bekomme ich langsam Hunger. Wir sollten uns anhören, was die Mädchen dazu zu sagen haben. Das sind alles richtige Punkte. Unsere Prioritäten. Kunemon ist auf jeden Fall, ne? Der ist auf jeden Fall, weißt du, der haut einfach auf den Tisch und sagt, wo der Frosch die Locken hat, weißt du? Der sagt einfach, ne, QQ, und alle wissen Bescheid, weißt du, was wir zu tun haben. Eine Kommunikation ins Level 1000. Fragen wir die Mädchen zuerst, sonst gibt es viel Ärger. Wir können nicht einfach ohne sie eine Entscheidung treffen. Ah, ja, das stimmt. Dann lass uns in der Cafeteria weiterreden. Ich bin nämlich am Verhungern. Okay, wir reden beim Frühstück. Ha, schon wieder beides bekommen. Ach, da fällt mir ein, ich muss nochmal auf die Toilette. Nee, die sind ja immer noch im Musikraum. Geht ihr schon mal vor, ja? Warum ist irgendwas, Takuma? Ich muss so kurz auf Toilette, ich bin gleich bei euch. Ach, okay, warum sagst du das nicht gleich? Ja, ganz schlimm halt. Dann hätte es gleich wieder Ärger gegeben, wenn wir Priorität Essen machen. Also Toilettenspülungssound on point. Moin Octavia. Muss ich tatsächlich auch sagen halt. Also ich habe ja von Anfang an, was ja bei den Metakritiks und bei den ganzen Kritiken ja, sag ich mal, falsch verstanden wurde von vornherein, ist halt, dass es einfach ein Visual Novel ist halt und kein Standard Pokémon, Digimon, ne, Adventure halt, Digimon, Pokémon fangen, entwickeln, leveln und halt so eine kleine Nebenstory davon, sondern dass es halt wirklich ein Visual Novel ist halt. Das mochte ich ja auch, den Ansatz, besonders weil es ja auch so kleine Horror-Elemente hier und da mal hat, alles düster ist, Atmosphäre halt bedrohlich in vielen Fällen. Deswegen muss ich auch sagen, in dem Fall finde ich halt wirklich die Herangehensweise sehr, sehr gut halt, wenn sie das noch kombinieren würden, halt Visual Novel und dann noch ein bisschen mehr RPG-Elemente, noch ein bisschen mehr Abwechslung hier und da halt, ne, super halt. Also ich finde das Spiel auch echt toll, finde auch, wie gesagt, die Herangehensweise echt gut, deswegen habe ich halt große Hoffnungen auf das Spiel, dass sich das noch sehr gut weiterentwickelt. Und da kommt schon das nächste große Thema. Es klingt so, als hätte es bereits begonnen. Was? Oh oh. Du hast recht, ich höre Shuji immer schreien. Oh, Ryo geht zu Pokémon Unite rein, ich sehe ihn hier. Klingt schon ziemlich heftig, meinst du, stimmt etwas nicht? Deswegen, da stimme ich auf jeden Fall zu und zu Octavia. Wenn man weiß, dass es ein Visual Novel ist und dann auch mit Digimon dazu, dann finde ich es echt super. Das ist eine ganz schlechte Idee, wir sind doch nur Kinder, wir können sterben. Wir können doch nicht hier einfach Däumchen drehen, wir sollten uns zumindest umsehen. Allerdings, um zu überleben, müssen wir genau wissen, was hier eigentlich los ist. Ich stimme Shuji zu. Hier ist es sicherer als da draußen. Und ich bin Aois Meinung. Sie sollten kein Risiko eingehen. Ja, und ich werde niemanden von euch in Gefahr bringen. Der Professor wollte, dass ich euch alle heil heimbringe. Und das werde ich auch. Der Lappen will uns nach Hause bringen, ohne sich umzuschauen, ohne zu gucken, ne, wie wir nach Hause kommen und einfach nur in der Schule abzuhängen, bis die Vorräte alle sind irgendwann. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich das hinbekomme, aber wir gehen alle gemeinsam heim. Lappen. Das stimmt. Was auch immer wir auch tun, es ist vollkommen ungewiss, was passiert. Richtig, und wenn wir sowieso in Gefahr sind, können wir auch gleich versuchen, um einen Heimweg zu finden. Das kann ich zwar nachvollziehen, aber ich finde nicht, dass das zusätzliche Risiko wert ist. Nee, der ist nicht wie Luigi. Der ist wie das erste Goomba im ersten Level, was so rumläuft. Damit du testen kannst, also das, was am meisten fertig gemacht wurde auf dem Weg dahin zur Prinzessin, das ist Lappen. Das kann ich zwar nachvollziehen, aber ich finde, also das haben wir schon. Noch nie jemand. Ryo. Ja. Das macht er schon seit gestern. So, Kunemon haut's wieder raus, ey. Soll wohl nein heißen. Miyuki, Haru, was sollen wir tun? Wakanai. Also gut, das stimmt dir jetzt noch nicht ab. Hey Takuma, gutes Timing. Wir brauchen jemanden, der mutig ist
und nicht so ein verrotzter Lappen wie der neben mir rechts. Kannst du unser Unentschieden aufheben? Was denkst du, Takuma? Willst du meine Meinung hören? Ja, sollen wir die Gegend erkunden oder hier in Deckung bleiben? Das finde ich gut. Takuma, das letzte Wort. Ich weiß ja nicht, das ist eine schwere Entscheidung. Okay, wir müssen jetzt mal bitte... Wir müssen jetzt mal wirklich überlegen. Also Pro und Contra. Wir müssen uns wirklich in die Leute hineinversetzen und sagen, wir sollten uns umsehen. Fertig. Ja, wir sollten uns umsehen und versuchen, etwas herauszufinden. Ich wusste doch, dass du dich richtig entscheiden würdest. Aber was ist, wenn wir wieder angegriffen werden? Killen. Dann setzen wir uns zur Wehr, wie beim letzten Mal. Und wieso bist du sicher, dass wir auch gewinnen? Also, ich meine, er hat nicht ganz Unrecht. Was bleibt uns denn anderes übrig? Willst du hier einfach Däumchen drehen? Was bringt das bitte? Also der Punkt ist halt, wir können uns hier drin verstecken. Hier können uns aber auch ein starkes Pokémon, ein Pokémon könnte uns ja auch angreifen. Das hat eine andere Dimension. Können uns auch ein starkes Digimon hier angreifen, unsere Vorräte zerstören, uns töten. Wenn wir rausgehen und ein bisschen erkunden, vorsichtig, dann können wir noch stärker werden, indem wir kämpfen. Und können vielleicht auch stärkere Digimon irgendwann besiegen. Das heißt, ist da zu überlegen. Es könnte sich dann allein etwas ändern. Die Monster könnten einfach verschwinden. Okay, Lappen. Ich erkläre dir mal was. Die Monster draußen sind wie Dreck, weißt du? Du schrubbst ein bisschen mit deinem Kopf über den Dreck und er ist weg. Der Dreck geht nicht von alleine weg. Muss schon was machen. Tja, also ich will lieber das Risiko eingehen, statt hier drauf zu warten, dass das passiert. Er könnte nicht einfach blindlings da raus. Das ist lebensgefährlich. Es geht ja auch nicht darum, blindlings rauszugehen, sondern um zu erkunden ein bisschen. Hey, wie lange dauert das denn noch? Mir ist langweilig. Du hast keinen Grund, gleich so unfreundlich zu werden. Und weil wir wohl in einer Sackgasse stecken. Trennen, trennen. Okay, beruhigt euch jetzt zwei. Streiten bringt uns auch nicht weiter. Warum versucht ihr nicht, einen Gang runterzuschalten? Ja, es wäre wohl besser. Ja, machen wir. Okay, lass uns nochmal ganz genau über alles nachdenken. Dann können wir die Diskussion am Mittagessen fortsetzen. Wie klingt das? Meinetwegen. Ja, so machen wir das. Dann sind wir uns ja einig. Lass uns aufessen und dann eine kleine Pause einlegen vom Schlafen und Essen. Freie Aktion. Ah, endlich kann ich mit Leuten reden, die ich mag und alle anderen ignorieren, die ich hasse. So wär's hier. Also, ich muss mal sagen, mit Minoru bin ich eh halt auf einer Wellenlänge. Na, sind wir ganz ehrlich. Da mache ich jetzt auch keinen Hehl draus. Ne, Minoru ist schon mein Best Buddy. Und der hat schon so wie ich. Minoru, was macht der da? So, das lese ich jetzt nicht vor. Einfach nur meine Stimme noch ein bisschen zu schonen, weil ich noch ein bisschen verschnupft und ein bisschen Husten habe. Ihr könnt natürlich weiterlesen. Das ist nicht 100% Story relevant ist. Oha, nicht so? Und wenn Leute erkennen, dass sie kein guter Mensch sind, dann ist das schon... Es ist schon ein sehr guter Schritt, das heißt, sie sind schon besser als die meisten. Ich lasse euch ein paar Sekunden länger, bin relativ schnell im Lesen. Falls euch das interessiert, sonst drücken wir die Sachen einfach jetzt durch. Und Hauptstory meine ich natürlich weiter. So, jetzt aber was soll ich mir nur fragen? Wie sieht unser nächster Schritt aus? Was ist hier los? Wie geht es dir? Wie ist unsere Lage? So, wie ist unsere Lage? Weiß ich. Wie ist unser nächster Schritt? Dann entscheide ich lieber. Wie geht es dir? Ja, das ist alles, ne? Naja. Wir müssen einfach die ausschalten, die nicht unserer Meinung sind. Demokratie.
So, haben wir. Wenn ich Agumon anspreche, dann kriege ich meistens halt immer, also wenn er hier irgendwelche Punkte kostet, dann ist es immer, dass er irgendeinen Gegenstand gefunden hat. Und. Oh, Bertramon. Okay. Kampf. Kampf, das Ding will ich haben und weiterentwickeln. Karma beeinflusst Agumons Entwicklung. So. Dann wollen wir mal schauen. So, ich stream noch so, ja, noch halbe Stunde bis Stunde, schätze ich mal. Vielleicht noch ein bisschen länger. Mal gucken, wie es die Story so zulässt. Dann muss ich mit den Kindern mal raus, muss Fußball spielen. Dann vielleicht schon essen. Ja, und dann stream ich weiter. Dass ihr schon mal so einen ungefähren Zeitplan für heute habt. Sag mal so. Ja, zwischen 12 und 1 höre ich auf, dann bin ich schon raus, ungefähr roundabout. Dann ein bisschen chillen. Und dann bin ich nochmal da bis 5, halb 6. Dann möchte ich den Großen nach Hause bringen. Und dann gucken wir mal weiter. So, die müssen sich noch entwickeln. Ich mag aber Lopmon, ne? Ich mag aber einfach Dings nicht, Shuchi halt. Ja, komm, ich zieh mit. Ja, finde ich gut immer noch besser. Na komm, ich glaube mal noch mit. Ich mag Shuji nicht, aber wenn ich Glück habe, können wir ihn ja drauf gehen lassen. Und Lopmon muss ja trotzdem noch für mich verfügbar sein. Das ist der Hauptplan. So. Ich hätte gerne jetzt die Birdramon, den Flammenkerl finde ich auch ganz cool. Wie heißt der? Meramon, okay. Erstmal natürlich Biomon. Mir egal, wie stark du bist, werde nicht verlieren. So energisch. Hey, du bist was Besonderes. Jetzt müssen wir sie quasi wie bei Persona-Style überreden, dass sie sich ans anschließt. Irgendwann werde ich hier das Sagen haben. Stell mich ein. Tja, ich glaube, wir beide könnten uns verstehen. Hast du jemals gelogen? Einmal für einen Freund. Kacke. Okay, das ist durch. Okay, wir müssen erstmal uns einmal bewegen hier. Verdammt, ich dachte, aber nee, er scheint nicht so. Er will, dass wir ihn anfeuern. Er will halt so einen Fanboy haben. Aber das mit dem Lügen war natürlich schwierig, jetzt zu wissen, was er gut findet. Was sie gut findet. Also erstmal kurz verteidigen. Ach, er ist schon Champion Level. Der ist gar nicht so unkrass, ne? Jetzt wenn er hier Action macht. So, okay, nochmal. Warum sind Blätter grün? Wegen der. Oh nein! Oh, war doch richtig. Hey, du bist was Besonderes. Okay, also schlau sein ist auch gut. Was ist für dich das Wichtigste? Ich? Das ist ja so ein bisschen arrogant. Oh nein, das Schlechte, ey. Oh Gott, wenn ich ein furchteinflößendes Monster sehe, entschuldige ich mich immer. Komisch, oder? Du bist halt nett. Okay, dann. Du hast halt Angst oder so? Oh Mann, das ist schwierig. Okay, wir müssen den nächsten Kampf versuchen. So, Agumon. So, digitiert. Oh Mann, ich will sogar eine Birdramon haben. Das hat so eine komische Persönlichkeit. Vodel raus. Hat aber auch sehr viel Reichweite, ne? Finde ich nicht schlecht. So, wir können auch schon das andere hier holen, ne? Verblüfft stark. Okay. Ah, gerade jeder kommt mir ständig in die Quere.
Okay, das ist einfach zu verstehen. Ich will nur lustige Sachen machen, du auch, oder? Du weißt Bescheid. Okay, die Persönlichkeit ist ja einfach. Also, was willst du? Ich denke, ich höre mir das mal an. Sei mein Freund. Oder brauchst meine Hilfe, oder? Okay. Eingesackt. So, wir brauchen noch Biomon. Wenn ich ohne Biomon gehen. Egal. Erstmal da, Leute, müssen wir mal einen Kampf machen. Ich brauche Biomon. In meinem Team. Okay. Ja, ist egal, plus ist doch nicht. Ein Ballern. Ein Meramon, ein Wachstumsstein. Uns mal kurz mal an. ETP zieht es leicht, dadurch werden die Typen durch diesen Stein stärker, okay. Also zum Buffen. Okay, dann noch mal ein. Aber was ist hier? Okay. Das ist nur der Stein, der ist ziemlich uninteressant. Komm, Biomon. Let's go. So, Meramon ist ja schon Champion, das heißt, den können wir eh nicht entwickeln. Zeiten mit Kämpfen sind halt wow, vorhanden, sag ich mal. So, jetzt aber Biomon. Damit wird schwierig, ne? Wir stehen irgendwie in die Mitte, da kommen wir relativ weit und können da schon mehrere Mon angreifen. Ja, einfach. Einfach so. Ja, Bedramon, wie heißt sie? Ich habe schon den Namen vergessen. Biomon. Dann können wir natürlich weitermachen in der Story. Beziehungsweise im freien Aktion einmal. Können wir den Leuten reden, die wir mögen. So, gleich Angriff hier. Oh, ist das so schwach, ne? Dann machen wir dir mal. Ja, dahin reden wir vorher noch. Von Biomon. Hast du jemals gelogen? Okay, also, es war falsch. Auf jeden Fall noch nie. Ja, okay. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Oh, schwierig. Fangen. Okay. Komm schon. Was ist für dich das Wichtigste? Ich war falsch, ne? Gesundheit? Okay. Relativ gut. Aber 56% nur? Yes! Okay, der Rest kann jetzt drauf gehen. Wir haben sie gekriegt. Ach so. Das kann ich mich nicht mehr bewegen. Schade. Ja, Biomon war ich hier. So, jetzt beenden wir mal eben den Kampf und dann geht's weiter. Also ich will mit den Leuten reden, natürlich, die ich mag. Die anderen ganz ehrlich. Shuji. Tut mir leid, mein Lappen.
Ich bin schwer aus der Rolle gefallen hier. So, ah, am Ende hat sie auch noch drei verschiedene. Ich bin erstmal gleich aufgefallen. Das finde ich natürlich nett. So, ein bisschen schneller machen hier. Ist sie wieder schneller dran. Laut Anleitung. Was hat der eigentlich jetzt noch für Attacken hier? Das ist nur Eisschleuder, ne? Da. Kunemon. Bester Mann. Kann die ja nicht. MS Eis, okay. Ich weiß nicht, was Globmons Verwandlungen waren, aber. Energieschall. Nice. Sehr schön. Bubamon, gut gemacht. War schon gut Schaden, ne? Es ist. Yes. So, jetzt Bioman noch weiterentwickeln. Für die Klicks. Dann können wir gucken, wie wir noch schnacken können. Immer schon ein paar Level-Ups einsammeln. Bioman, nice. Das können wir gleich ins Team hier. So, Status. Also er ist schon Champion. Es ist Einsteiger. So, was jetzt? Macht das Verbündeten, also vereinfacht das Verbündeten Kampfhilfe zu geben. Okay. Oh, Diatrimon. Oder Birdramon. Von da aus können wir noch weiterentwickeln, ne? Ich glaube, Birdramon ist schon am coolsten. Ja. Ja, ja, ja. Okay, sehr männliche Stimme. Oh, Garudamon. Finde ich auch stark. Chromos war auch cool. Oh, Leute, schwierige Entscheidung hier zu treffen. Der kann auch Garudamon werden, das heißt, ich würde die Chance gar nicht vertan. Angreifer. Ja, kann man nur noch Angreifer draus, würde ich sagen. Okay. So, jetzt mal gucken. Also, Minoru haben wir geredet mit ihm. Aoi finde ich auch gut. Macht einen soliden Job. Haha, danke. Müssen wir das. Wie geht es dir? Ich erkenne da schon meine Antwort deswegen. Reicht. Muss ich echt mit denen reden, damit die meiner Meinung sind? Ich würde auch alles geben, um Internet zu haben. Okay, haben wir. Wir haben jetzt viele Punkte, ne? Kannst du mit jedem einmal reden? Rio, komm, ich habe Rio nicht aufgegeben.
Ah, nicht überspringen. Was? Nicht auf Auto. Okay, das geht gut. Okay, er hat schon eine Warnvorstellung. Also er ist halt richtig Pessimist. Nee, nur lassen ist glaube ich auch nicht gut. Zwing. Oh, oh, oh. Cooles Argument. Oh, oh, oh. Oh nein. Der Wahnsinn. Ja, Kunemon macht das schon. Kunemon ist best Digimon. So, ich gehe jetzt nochmal zurück und gucke, ob ich jetzt nochmal reingehen kann, nochmal mit dem reden kann. Weil manchmal gab es ja so, dass du zweimal auch mit den Leuten reden kannst. Bei Rio will ich schon wieder dranbleiben. Nee, okay. Ich kann nur mit einer einmal reden, weil dann sind ja die ganzen. Dass ich so viel machen kann, ist ja völlig unnötig. Ich kann es ja auch genauso einfach lassen. Ja, red auch mit denen. Mit dem Yuki reden. Da kommt bestimmt ganz viel raus. Das Fadenspiel. Oh, okay. Ich glaube, Geschicklichkeit ist nicht in Agumons Fähigkeitenrepertoire. Oh nein. Ja, Takuma ist halt Genie halt. Fadengenie. So was ist natürlich auch in so einer Situation auch eine ganz gute Ablenkung halt. Entspannung. Oh, eingeschlafen im Stehen. Kleiner Bruder, klärt. Oh. Oh, große Pflaster. Und ab. Hört sich schon mal laut an. Wir gehen gleich nochmal rein. Vielleicht können wir auch öfters mit ihnen interagieren. Wie gesagt, wir haben halt 12 Möglichkeiten zu interagieren mit den Leuten. Halt, es muss ja irgendwie. Mal reinnehmen. Nee.
Okay. Also müssen wir ein bisschen mehr öfters reden, das macht ja keinen Sinn. So, reden wir mit Saki. Nochmal, das ist wichtig. Die ist eigentlich auch ganz cool drauf. Naja, weil sie dem mal zustimmt wahrscheinlich. Ich würde mittlerweile jeden nehmen. Oh Mann. Friendzone. Und bam. Ja, oh Mann, das. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben keine Digimon, deswegen meine Theorie, ja, sie sind tot. So einfach. Was? So, das habe ich gerade erst gesehen. Ja, Rio, ich stimme dir zu. Das ist, wenn man so denkt, ja. Was? Über irgendwas? Ja, oh, okay. Tja, das ist die Frage, ne? Viele denken halt nicht daran, dass immer die wollen halt nur, dass irgendwas passiert. Egal was es ist, Hauptsache es passiert irgendwas. Auch wenn es dein ganzes Leben verändert. Aber daran denkst du in dem Moment nicht. Daher immer schwierig. Wie geht's dir? Aber die Standardfrage, der Rest interessiert mich nicht. Ja, das ist auch ganz okay so. Ja, okay. Das ist ähnlich vielleicht wie Rio. Das ist alles. Weiter geht's. Arigato Takuma. So, komm, nächster. Das mache ich. Meine ich doch gar nicht. Agumon, meine Güte. So, Minoru konnte man nicht ein zweites Mal reden, ne? Mit Rio auch nicht. Kommen wir mal Yui nach, weil wie gesagt, wir kommen gleich auf alle Punkte. Oh. Oh. Da ich mit beiden geredet habe, kann ich wieder mit denen reden. Okay. Er hat nur Rio erwähnt halt. Ehrlich gesagt, ich möchte nicht so enden wie Rio. Und dann habe ich zu dir rüber geguckt, also zu dir im Chat. Müssen die Digimon aufs Klo? Es ist alles gut, Rio. Es ist alles gut. Du bist so gut, wie du bist.
Ja, wenn ich erstmal Shujins und Fasakis, ist natürlich okay halt. Oh Mann, aber Saki finde ich sogar tatsächlich noch okay halt. Aber Shuji ist. So, das heißt, aber ich muss auch gleich jetzt nach Falcomon suchen, ne? Wo der ist, weil der kriegt anscheinend auch noch irgendwas raus. Oh, sind die beiden weg? So, jetzt mal gucken, wo die beiden hin sind. Die finde ich bestimmt irgendwo. Nach dem Gespräch hier. Ich eigentlich noch mit irgendjemandem dringend reden. Sind die? Okay, finde ich sie nicht. Eine Sporthalle, ne? Hier ist offiziell keiner. Oh, oh, oh. Was ist da? Eine flinke Banane. Das heißt, man kann sich irgendwo rumgucken. Oh. Nee, okay, das war kein. Ich kann das irgendwo Gegenstände auffinden, wenn man einfach rumsucht. So, jetzt, wo sind die beiden hin? Gucken wir mal in jeden Raum rein. Weil jetzt können wir eigentlich nur mit Shuji reden und ich vielleicht nicht mit ihm reden, ne? Krieg ich lieber ganz ehrlich noch mit Agumon. Oh! Du bist auch mal bei mir. Jetzt werden sie da drüben. Stell dir eine Frage und du weißt die Antwort nicht. So wie immer. Achso. Das hat sich erstmal sehr negativ angehört. Oh. Aber das hat was bewirkt. Aha. Jetzt sind alle weg, beziehungsweise jetzt. Jetzt kann ich nur Minoru ansprechen. Das heißt, irgendwas hat sich jetzt wieder getan, weil ich jetzt mit Agumon geredet habe. Das heißt, er gibt nicht nur Items zwischendurch. Ja. Habe ich darüber schon geredet? Oh. Er hat Angst um ihn. Oh. Schon machen die irgendwas. Um uns aufzuheitern. So. Genau, zusammensuchen kommen. Ich hätte auch schon. Ja, kein Problem. Nee, irgendwie ist er was. Das heißt, ich muss da weiter nachgucken. Aber da oben an der Treppe haben die Geist gesehen, das eine Mal. Ein paar Pflaster.
Hat wahrscheinlich keine Super-Items, sondern nur so Hilfsmittel, die man so zwischendurch in den Räumen finden kann. Okay, jetzt ist Kunemon da. Aber alleine. Da würde man tatsächlich jetzt eine detaillierte Antwort geben. Mit allen kleinen Details, damit ich genau weiß, was los ist. Warte. QQ. Na, kurz, knapp, informativ. Mit Gießen, er hat noch so kleine Ärmchen. QQ? Okay. Oh. So. Warum hast du Rio verlassen? Ja, ist auch nicht glücklich. Ja. Q. So, mehr braucht es auch nicht als ein Q. Ja, ich möchte wissen, ob er Argumente gesehen hat. Okay, hier haben wir eine Spur. Q. Ganz einfach. Okay, da gehen wir jetzt hin. QQ. Oh. Yuki. Yuki ist natürlich noch stärker. Jetzt kommen wir in eine Sektenvereinigung und werden geopfert. Ja, warum seid ihr alle hier? Ominös. Wir? Ah, okay. Ich wollte schon sagen, wie die sind, das ist sehr gut. Da raschelt etwas im Unterholz. Kamera! Oh, Verzerrung. Item schnell schnappen. Weggezaubert. Okay. Suche nach Nahrung hatte ich mich auf dem Berg verlaufen. Ich ging durch den Wald und wollte fast schon aufgeben, als eine eigenartige Kreatur erschien. Er war auf keinen Fall menschlich, noch sprach sie mich an. Was bist du? Ein Dämon? Bleibe vom Leib. Ah, was hast du denn für ein Problem? Hör auf, mich mit Steinen zu bewerfen. Der Dämon verteidigte sich mehr schlecht als recht gegen die Steine, die ich warf. Bei näherer Betrachtung sah es ziemlich schwach aus. Vielleicht war es ja gar kein böses Monster. Du willst mich also nicht fressen? Ich fressen? Wie kommst du darauf? Ich will einfach nur dein Freund sein. Ein Freund?
Wenn sich plötzlich ein Monster mit einem anfreunden will, würde doch jeder Angst bekommen, oder? Seltsamerweise vertraute ich ihm fast sofort. Ich konnte es nicht genau sagen, aber eins war mir klar. Diese Kreatur war auf meiner Seite. In Ordnung. Ich will auch dein Freund sein. Ehrlich? Yippie, ich bin so froh. Das mit den Sternen tut mir leid. Habe ich dir wehgetan? Ich hätte ziemlich viel aus, keine Sorge. Trotzdem schön, dass du dir Gedanken darüber machst. Hihi. Klappe halten, für ein Monster redest du ganz schön viel. Schon wieder ein Monster, siehst du das falsch? Wie bitte? Ich glaube, ich vertraue dir noch nicht. Ich spreche nur aus, was ich sehe. Na, wie soll ich dich eigentlich nennen? Mich? Ich heiße? Dieses seltsame Monster schloss sich mir einfach eine Zeit lang an. Aber nicht mehr welches, aber seltsamerweise war mir das egal. Es war ja auf meiner Seite. Erstmal gehe ich zurück zum Dorf, zeige meinen neuen Freund und beweise denen, die auf mich herabgeschaut haben, dass sie Unrecht hatten. Hey, das wird die bestimmt umhauen. Ah, ich kann es kaum erwarten. Aber es bedeutet, dass ich noch viel schneller von diesem Berg runter muss. Okay, jetzt konnte ich nur das lesen. Das heißt, es gibt hier Erinnerungen. Man kriegt hier irgendwas Cooles dafür, verstehe. Okay, das war auch interessant. Ah, dafür brauche ich auch einen Punkt. Das heißt, es gibt doch mehr als nur mit Leuten reden. Guck mal, Takuma, da ist was. Den wollte ich auch haben. Oh nein. Q? Heiligen Pflaster. So, ich will ihn auch gerne bei mir im Team haben. Ach, geht schon. Oh. Oh, er ist freundlich. Yes. Das hat sich schon wieder gelohnt. Q. Just Q. Gonna be okay. Oh. Okay, wir reden gleich noch mit Lapramon, was tut mir echt leid, ey. Er ist so ein Loser. Oma Mon. Wir auch ein Team haben. Nee, Kakumon. Das ist schon cool. Das ist schon das Richtige. Für uns. So, das ist Spezial. Mehr Maimon? Nani? Okay, holen wir uns. Aber erstmal. Nochmal eine Ausrüstung. Ein bisschen Verteidigung hier. Ja. Was haben die anderen eigentlich so? Keine Ausrüstung. Ja, okay, das reicht. Das ist okay. So, jetzt reden wir noch mit La, aber ich gehe mal gucken, was noch in der Schule los ist, aber sonst will ich Lapa mal noch mit dem reden. Den beiden habe ich schon geredet. Okay, also Lopmon meine ich. Nicht Lapamon, Lopmon. Weil der tut mir echt leid mit dem Lappen als Partner. Da muss ich, glaube ich, mal hingehen und mal mit dem. Oh. Erstmal kurz gucken. Oh. Oha, weggezaubert. Okay, cool. Ich ging durch den Wald. Was? Die Straße sollte eigentlich doch weitergehen. Ich musste wohl wieder zurück. Aber als ich mich umdrehte, wie bitte? Die Straße, über die ich kam, war weg. Unmöglich. Auch wenn dies das verbotene Gelände des Schreins war, war es nicht groß genug, dass man sich hätte darin hätte verlaufen können. Konnte mir das passieren? Ich hatte bloß was zu essen gesucht. Oh Mann, okay. Ich muss nur von diesem Berg runter.
Mir geht es gut. Ich kann alleine überleben. Es gibt nichts, wovor ich mich fürchten muss. Papa hat im Krieg gekämpft. Mama hat im Haus gearbeitet, als durch die Luftangriffe in Brand geriet. Ich hatte niemanden und kam in dieses Dorf, um bei Verwandten zu wohnen. Meine Großeltern waren gefühlskalt, fast schon grausam. Ich musste mich selbst durchschlagen. Andere Erwachsene, Kinder, alle. Sie behandeln einen Außenseiter wie mich mit Abscheu. Verdammt, ihre Augen. Warum mussten sie mich so ansehen? Papa hatte für dieses Land gekämpft. Mama war gestorben, als sie unser Haus beschützt hatte. Und ich tat alles, was ich konnte. Ich wollte groß und stark und danach Soldat wie mein Papa werden. Also warum habt ihr mich wie eine Last behandelt? Am Ende meines Vorstoßes fand ich einen Schrein. Ich war immer allein auf den Berg gestiegen. Ich konnte nirgendwo sonst hin. Und Hunger überkam mich. Dank der vielen Wildpflanzen würde mir niemals Nahrung fehlen. Aber vor allem gab es auch niemanden, der mich belästigen würde. Die Dorfbewohner hatten gesagt, dass man mich hier wegzaubern würde, aber es sind nur arme Märchen. Also gut, was wissen die schon? Ab jetzt lebe ich allein. Ich ging durch den Schrein und in den dahinterliegenden Wald. Ich wollte mich anspornen, fand aber einfach keinen Weg. Um Himmels Willen, muss ich jetzt sterben? Ohne meinem Land geholfen zu haben, während mich alle wie eine Last behandelten? Verdammt, ich hielt es nicht aus. Ich wollte nicht sterben. Papa, Mama, was war das für ein Geräusch? Ich drehte mich um. Wer ist da? Hä? Sag, bist du eines dieser Menschenkinder? Was? Was zur Hölle war? Was ist das für eine seltsame Bestie? Bist du ein Dämon? Und dann kam mal Kapitel 2. Wo er sich mit dem sehr gut verstand. Oder befreundet war, je nachdem. So, das war's, ne? Ja, noch mit Lopmon. Weil das sieht schon hier so traurig aus. Tut mir echt leid, ne? Ach, schlechter Partner, ey. Okay, der läuft alleine rum. Der läuft alleine rum, wenn der uns alle hier irgendwo, ja, uns hier sagt, wir müssen in der Schule bleiben, wir dürfen hier nicht erkunden gehen. Takuma. Zu die Partner. Harmonie, siehst du, ich will einfach die Antwort, die sich richtig anfühlt, nehmen. Es ist immer Harmonie. Ich kriege einfach niemals zwei Greymon. Unsere monstermäßigen Retter. Oh, mehr kann ich nicht sagen. Leider ist meine Bewegung leider abgelaufen. Schade. Es ist bald Mittag. Wir sollten besser zurück zur Agumon, du bist wieder da. Takuma, es ist der absolute Hammer. Das glaubst du mir nie. Was glaube ich dir nicht? Es ist echt groß, glänzend, ist einfach unglaublich. Groß und glänzend? Wovon redest du? Ey, wie hat das Falkomon nochmal genannt? Ach ja, ein Funkturm. Ein was? Ach, du meinst einen Funkturm? Trommelte die anderen schnell zusammen. Sie waren begeistert von Agumons Entdeckung. Diese Türme versenden doch auch Handysignale, oder? Müssen unsere Handys funktionieren? Genau das. Und von so einem hohen Gebäude hat man bestimmt einen tollen Überblick. Wie hoch ist der denn? Mega hoch. Falkomon, das hast du doch auch gesehen, oder? Was würdest du sagen, wie hoch er ist, weil wenn Agumon das sagt? Also, es ist ohne Vergleich schwer zu sagen, aber er ist höher als die Schule. Wenn er so hoch ist, dann gibt es keinen Zweifel. Meint ihr, er ist intakt? Das weiß ich nicht. Vielleicht hat keiner von uns bisher von solch einem Turm gehört.
Wenn wir davon gehen, können wir es herausfinden. Wer weiß, vielleicht ist da auch jemand. Ja, hier herumzusitzen und zu debattieren bringt uns nicht weiter. Da steht uns wohl ein kleiner Ausflug bevor. Auf geht's, Aoi. Ein Ausflug? Wie meinst du das? Was für ein Ausflug? Oh, weißt du das gar nicht? Der Home steht auf einem Berggipfel hinter dem Wald und einem Bergpass. Mit Maison durch den Wald? Das ist nicht dein Ernst. Da wimmelt es nur so von Monstern. Schon hier wäre das geklappt. Dann noch einen Berg erklimmen? Auf keinen Fall, wir sollten hier bleiben. Shuji, dreh dich gleich durch. Halt die Klappe, ich will von dir nichts mehr hören. Okay, Lappen, weißt du? Nein, unterm Bus, ey. Oh. Unterm Bus, das ist egal, wir können sowieso nichts ändern. Jo. Sag was wird, Shuji. Aber wenn wir hier bleiben, ändert sich rein gar nichts. Das können dann ein paar Kinder schon tun. Wir müssen warten, bis die Erwachsenen uns retten. Die kommen aber nicht. Ja, Shuji, du meinst doch selbst, es würde keiner kommen. Das habe ich nie gesagt. Zumindest nicht laut. Und wenn ich es täte, könnte es noch so kommen. Wo die Chancen auf Rettung bei Null stehen, hofft Shuji immer noch drauf. Ich gehe mit dir, Lapramon. Kommst du mit? Ich mache mal ganz kurz eine Werbung. Muss ich kurz einmal rüber gucken ins Wohnzimmer und mein Kind mal kurz und so. 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 Müssten eigentlich jetzt alle wieder da sein. So, mein Kind mal kurz zurechtstutzen. Weil ich meine Freundin gehört habe, dass sie meckern musste. Immer gleich mit drauf. Na klar doch, Aoi. Warte mal, Aoi. Ich dachte, du wolltest auch lieber hier bleiben. Wenn der Turm Handysignal überträgt, können wir einen Lehrer kontaktieren. Dann können wir mit einem telefonieren, sogar einen Hilferuf abgeben. Einen Hilferuf? Ja, und dann warten wir auf unsere Rettung. Bist du noch dagegen, Shuji? Sag's ihm, Aoi. Und hey, damit will eine Mehrheit auf Erkundungszug gehen. Dieser Turm interessiert mich auch. Müsste Minoru, Saki, Aoi und ich fürs Erkunden. Und was jetzt, Shuji? Aber nein. Shuji will offenbar keinesfalls wieder da raus, wenn er immer noch nicht überzeugt ist. Kann ich ihn bloß umstimmen? Jetzt ist einfach hier, ey. Lappen soll da liegen bleiben. Agumon, hast du irgendetwas gesehen, das gefährlich wirkt oder uns angreifen könnte? Nein, nicht. Wir wurden kein einziges Mal angegriffen. Mir ist auch nichts Verdächtiges aufgefallen. Dann ist es nicht gefährlich. Klingt nach einem Kinderspiel. Halt ihr es wirklich für sicher? In dem Fall? Na schön, wenn ihr alle gehen wollt, dann bringt es nicht zu versuchen, euch aufzuhalten. Okay, Leute, macht's gut. Itterashai. Was seht ihr da? Kommt mit. Was wollt ihr machen, wenn ihr zwei von der Monster angegriffen werdet? Nicht zu vergessen, dass ihr zwei keinen Monsterpartner habt. Allerdings, wir sorgen dafür, dass euch keine Haare gekrümmt wird. Und ich passe auch auf euch auf. Da musst du wohl bei allen dabei sein, oder was? Ja, so ist das mit Agumon. Ach, und Ryo, du passt hier doch auf, solange wir weg sind, oder? Moment, dann lass mich hier. Ich komme auch mit, okay? Meine Güte, Ryo, du bist kein Teamspieler, aber willst du nicht alleine sein? Ach, schon gut, zumindest haben wir unseren alten Ryo wieder. Er war zwar in letzter Zeit etwas neben der Spur, aber er muss einfach verbittert und mürrisch sein. Ne, Ryo?
Unter der Führung Agumons und der anderen gelangten wir auf einen Bergpass. So, Rio muss mürrisch und was hat er gesagt? Ach, schlecht drauf sein oder sowas. Kaum zu glauben, dass dieser Ort so nah bei der Schule ist. Ja, er liegt nur ein kleines Stückchen links vom Schrein und kommt einem trotzdem so anders vor. Wir sind zwar viele Leute und Haru ist noch klein, aber wir haben es in unter einer Stunde geschafft. Hier geht es echt tief runter, zwar nicht sehr steil, aber ein Sturz wäre trotzdem fies. Hey, seht mal, da drüben ist eine große Brücke. Okay. San Francisco? Keine Ahnung. Wow, die ist riesig. So eine riesige Brücke habe ich noch nie gesehen. Nicht schon wieder. Kannst du nicht mal damit aufhören? Oh, wie meinst du das? Womit soll er aufhören? Agumon erzählt die ganze Zeit, dass er so gerne so wäre wie alles, was er sieht. Ja, ich will auch so riesig sein wie diese Brücke. Verstehst du jetzt, was ich meine? Ihr seid echt komisch. Findest du dich auch komisch, Takuma? Ja, wobei das aber nicht das einzig Komische an denen ist. Ja, dass es sie überhaupt gibt, ist schon total komisch. Hehe, ihr seid so nett. Das war kein Kompliment. Ich habe so viel Spaß mit Floramon und den anderen, dass ich fast vergessen habe, mich zu fragen, was diese Kerlchen eigentlich sind. Ja, um diese Frage zu beantworten, wünschte ich, der Professor wäre hier. Das kann ich nicht vor Saki sagen. Weißt du, Kirio? Wenn wir angegriffen werden, dann bin ich diesmal. Alles gut, ich spüre nichts Gefährliches in der Nähe. Oh, halt die Klappe, lass mich in Ruhe. Mir interessiert schon, was mit mir ist. Verdammt, lass mich einfach zurück. Ganz bestimmt nicht. Wir lassen keinen zurück. Außer Choji, den lassen wir zurück. Sowohl ist der Professor und ich bin da schuldig. Ja, sich auch so. Wir werden dich nicht allein lassen. Nicht auch noch jemand auf dieselbe Art wie den Professor verlieren. Verdammt. Halt die Klappe. Schon murmelt er wieder in seinen nicht vorhandenen Bart. Yes. Zimmer hält der Schritt. Hoffentlich ist das ein gutes Zeichen. Was ist denn hier los? Sind schon ziemlich weit. Der Turm ist auf diesem Berggipfel dort, oder? Allerdings. Hey, seht mal, drüben ist jemand. Ist es etwa... Oh. Da ist Kaito. Ehrlich? Was für eine Erleichterung. Bin ich froh, dass es ihm gut geht. Wer ist das? Warte mal, da ist noch jemand bei ihm. Wer könnte das sein? Hm. Gelbe Augen und gewöhnlich. Du, das hast du mit Mio gemacht. Du gehst schnell aus, sonst gibt es Saures. Und du kommst du endlich in deinen Schädel, dass ich dir gar nichts sagen brauche. Na warte, du Biest. Okay, du weißt es ja so. Kaito, was? Hm? Ja, das geht dir gut, es ist so schön, dich zu sehen. Helf mir, Leute, diese Lady. Das könnte das sei. Was? Der Junge ist einfach aus dem Nichts aufgetaucht und hat mich angeschrien. Keine Ahnung warum. Auf zu lügen, ich weiß genau, dass du nur ein bekanntes Monster bist. Stopp, Kaito, was ist hier los? Okay, jetzt ist es spannend hier. Können wir hier eine Entscheidung treffen? Helfen oder nicht helfen? Hey, angenehm, ich bin Dragmon, Kaitos Partner. Ich bin Agumon, Takumas Partner. Ich bin Takuma, Agumons Partner. Nett, dich kennenzulernen. Freut mich, jetzt erkläre ich dir besser, warum alles so verzwickt ist. Kaito und Mio sind zusammen durch den Wald gegangen. Dann ging Kaito Ausschau halten. Er kam zurück und Mio war weg, also hat er nach ihr gesucht. Hier komme ich ins Spiel. Dragmon wollte sofort helfen und da wusste ich, dass er in Ordnung ist. War ziemlich flotte Einschätzung, aber dieses Mal hat es wohl hingehauen. Ich habe also Kaito geholfen, nach Mio zu suchen und dann tauchte diese Menschenfrau auf. Ja, du kannst sie nicht so fühlen, wie du den Rest von uns fühlen kannst. Stimmt, manche von uns können ihre Anwesenheit verbergen. Geht also nicht immer. Wie macht ihr das denn? Instinkt. Und ich vertraue Kaito und somit auch seinem Instinkt.
Aber reicht das auch, was in dir falsch liegt? Dann können wir uns nur entschuldigen. Und so kann man das wohl auch sehen. Nachfragen. Ich war nicht weit weg von meinem Haus. Und da war da plötzlich dieser seltsame Nebel und ich habe mich verlaufen. Ich war in einem völlig fremden Ort. Ich bin weitergegangen, bis ich diesen Jungen sah. Und die Tatsache, eine Tasche lag am Wegesrand. Wollte sie zurückgeben, falls ich die Besitzerin finde. Klingt ziemlich logisch für mich. Für mich auch. Nein, die Tatsache, dass sie Mios Tasche hat, ergibt keinen Sinn. Kaito, ganz ruhig. Könntest du bitte eine Minute still sein? Mir kommt nur seltsam vor, dass sie anscheinend ganz ohne Monster sicher ist. Monster, was meinst du mit Monster? Wen nennt ihr immer ein Monster? Ach du meine Güte. Was ist das? Klingt ihr gespielt jetzt nach echter Überraschung. Aber vielleicht sehe ich Gespenster. Was ist Rio? Mami. Wie bitte? Woher erinnert mich an meine Mutter? Ist ein guter Mensch, da bin ich mir sicher. Ja. Oh Mann. Wir müssen uns entscheiden, ne? Die Frau ist einfach aufgetaucht und hat mich angesprochen und sie hatte Mios Tasche. Ja, was ist mit Mio? Stimmt, ich kann sie nirgendwo sehen. Wo steckt sie? Ich weiß nicht. Wir waren eine Weile zusammen und dann war ich eine Sekunde weg und sie war fort. Das ist furchtbar. Dann taucht plötzlich diese Frau auf und hat Mios Sachen. Das wirkt verdächtig, aber deswegen ist sie noch kein verkleidetes Monster. Wir haben bisher nur Monster getroffen. Warum sollte sie keins sein? Ja, aber die Frage ist halt, ne? Ich weiß nicht so recht, ob das logisch ist. Siehst du? Er ist überzeugt und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe nur mit ihm gesprochen, weil er der Einzige in der Nähe war. Und, was sagst du? Sag jetzt nicht, dass du das für bare Münze nimmst. Saki-chan! Halt und die Frau sagen komplett unterschiedliche Sachen. Wen sollen wir glauben? Warum fragen wir nicht nach der Geschichte der Frau? Warum schlägst du das vor? Nur so ein Gefühl. Es ist ja nicht so, als hätten ihre Geschichte Lücken. Außerdem ärgert es mich, dass Kaito nicht zuhören will. Er redet nonstop davon, dass man ihr nicht trauen kann. Totale Scheuklappen. Arg. Haha, dein Gesicht sieht lustig aus, Saki. Ganz zerknirscht. Ach komm schon, guck mich nicht an, wenn ich so drauf bin. Okay, ich verstehe, was du meinst. Das Argument kann ich verstehen. Okay, wir reden nochmal mit allen vorher, wo ich jetzt weitergehe. Halt denn die Frau sagen komplett unterschiedlich. Okay. Wir sollen uns anhören, was Kaito zu sagen hat. Okay. Ach, Ayo und Shoji. Das heißt, ich konnte jetzt nur einen von beiden noch fragen. Wir können beide fragen. Okay, wir fragen jetzt erstmal die Frau. Die Frau ist total verdächtig. Traut ihr nicht? Wie kann ich es euch erklären? Ich glaube dir. Na dann, hehe, danke. Ja, Mami. Also irgendwie... Nee. Rio ist zu... Nee. Aber wenn ich ihr jetzt nicht traue, dann ist Rio noch abwesender, ne? Oder abweisender. Hätte, wenn ihr nicht traust, was ist die Alternative? Kannst du uns das mal klären? Was? Komm mir nicht so. Wenn du dich mit mir anlegst, geht das übel für dich aus. Hör auf, Leute anzumachen. Siehst du, das ist das Problem mit dir, Kaito. Gib's nie nach und schikanierst Leute, bis du deinen Willen hast. Das will ich gar nicht hören. Es geht hier nicht um meine Probleme, okay? Bitte hört auf, euch zu streiten. Jetzt habe ich auch nicht ihre Geschichte gehört, ne? Kann ich mit Minoru? Ah, Minoru kann ich auch noch reden. Kaito und die Frau, okay. Wenn du mich fragst, sollten wir mehr mit der Frau reden. Warum denn? Schau sie dir doch mal an. Mann, die riecht sogar toll. Ha, Minoru, du siehst lustig aus. Dein Gesicht ist ganz rot. Minoru, sei doch mal ernst. Ich bin ernst. Ich gehe eben nicht nach dem Aussehen, weil ich so verwirrt bin. Gut, okay, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ja, sehe ich nicht so richtig, ne? Was macht ihr denn überhaupt hier? Wir wollen zu dem Funkturm da drüben. Funkturm? Es gibt hier ja keinen Empfang. Wir hoffen, dass unsere Handys dort funktionieren. Eure Handys? Und genau, dann können wir Hilfe rufen. Wir könnten sie auch nach Hause bringen. Oh ja, es wäre wunderbar. Wenn ihr zum Funkturm wollt, kenne ich einen Weg dorthin.
Wirklich? Das wäre eine riesige Hilfe. Oh ja, da vorne ist ein Gefährt, das euch da hochbringt. Wie heißt es nochmal? Ah, ich erinnere mich, eine Seilbahn. Ich würde euch gerne dorthin bringen. Aber wer hätte gedacht, dass es da eine Seilbahn gibt? Genial, das macht es leichter. Ganz sicher, danke für den Tipp. Moment mal, irgendwas passt da nicht zusammen. Warum sind sie dann hier? Wie meinst du das? Wenn sie den Weg zum Turm kennen, warum sind sie dann hier, wo es keinen Empfang gibt? Ja, das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt klang es anfangs so, als ob sie gar nicht wüssten, wo der Turm ist oder ein Handy. Was, sie sind also ein Monster? Himmel, nein, ich dachte nur, jemand könnte in der Nähe sein, also habe ich nachgesehen. Ich habe überall nach Hilfe gesucht und diesen Ort zur Orientierung benutzt. Bitte entschuldigt, dass es missverständlich war. Ich bin manchmal etwas zerstreut. Oh, alles klar, tut mir leid, wenn wir das falsch verstanden haben. Was ein Missverständnis, die Erklärung gerade war ziemlich fadenscheinig. Oh, ich bin ja gewillt, irgendwie jetzt ihr nicht zu glauben, ne? Was haben wir noch? Und so mit Kaito reden? Weiß nicht, an ihr zu zweifeln, nur weil sie mir Sachen hatte, ist etwas, nein, total schwach. Kaito, bist du denn nicht etwas vorschnell? Was ist mit dem, was sie zu sagen hat? Jetzt kommt schon, Leute. Sag mal, man muss doch erkennen, dass hier etwas nicht stimmt. Also, ich glaube, wir wissen noch nicht genug, um sicher zu sein. Wartet mal kurz, hat der Professor nicht gesagt, dass nur Kinder geopfert werden? Dann wäre es doch nicht seltsam, dass hier ein Erwachsener auftaucht? Hm? Ja, du hast recht. Ich bin mir unsicher. Also die Opfer könnten hier gar nichts damit zu tun haben. Ja, da der Professor ja auch mitgekommen ist in diese Welt, obwohl er nicht geopfert wird, ist natürlich irgendwie keine Erklärung, warum hier nicht noch ein anderer Erwachsener sein könnte. Einfach nur allgemein. Außerdem kann der Professor als Erwachsener hierher. Vielleicht ist es gar nicht so seltsam. Ja? Ach ja, Wie kümmern ein paar zufällige Vermisste? Sie hat was mit Mio gemacht. Es wird langsam langweilig. Hörst du mal damit auf? Okay, kommt jetzt hier die Entscheidung. Wir haben alle. Also sie sind zwar komisch. So, ganz klar. Irgendwas stimmt da nicht. Okay, Leute, reden ist das schön und gut. Aber habt ihr dafür wirklich Zeit? Wir sollten schnell zum Turm. Was ist mit dir, Kaito? Ich muss Mio finden, also lass uns das schnell hinter uns bringen. Hey, dreh nicht gleich durch, du musst nicht wegen jeder Kleinigkeit ausfliegen, weil sie gerade geschlagen. Das ist ein unverbesserlicher Grubian. Du sagst es. Was machen wir jetzt? Ich meine, wir müssen uns doch entscheiden, ob wir Kaito oder dieser Frau glauben, oder? Sie hat recht. Mami hat recht. Ja, aber Kimono, ach, ich weiß nicht, wie die kleine Raupe heißt, aber echt zu sein, weiß ich auch nicht, ob man ihr trauen kann. Wenn sie den Weg zum Turm kennt, wäre es doch toll, wenn sie uns den zeigen könnte. Also immer ganz ehrlich, eine Seilbahn, wenn wir wohl erkennen. Stimmt allerdings, müssen wir so ziemlich im Auge behalten, egal wem wir nun glauben. Eine Führerin wäre super, ich will mich hier nicht verirren. Aber waren Agumon und die anderen nicht schon einmal dort oben? Was? Oh, ich kenne den Weg nicht. Was nicht? Tut mir leid, wenn ihr das gedacht habt, aber wir haben den Turm nur aus der Ferne gesehen. Ich meine, wir könnten uns jederzeit verirren. So, lassen wir uns jetzt auf die... Also ihre Geschichte ist fadenscheinig, ja, das wissen wir. Jetzt soll dieser Kontext dazu führen, dass wir einen Nutzen darin sehen, ihr zu glauben. Wir haben natürlich Kaito, der sich Sorgen um seine Schwester macht und weil er ein Idiot ist, natürlich, sage ich mal, sehr aggressiv ist und uns natürlich eher so davon sagt, naja, ich möchte eigentlich eher der Frau glauben halt, weil er halt so sich wie so ein Idiot verhält. Aber ihre Geschichten sind komisch. Sie ist die Einzige, die irgendwas von dem Turm weiß, wie man da hinkommt. Es wäre halt hilfreich, ihr zu glauben. Und normalerweise von der Sympathie her würde man es auch eher, weil er sich eben, weil Kaito sich eben so schlecht benimmt. Aber ich traue der Frau halt nicht, halt, weil die Geschichten passen halt irgendwie nicht zusammen. Ne? Ich meine, wir könnten uns jetzt halt, natürlich nur weil sie die Tasche hat, ist für mich kein Beweis, weil warum soll sie mit der Tasche rumlaufen und ihn ansprechen? Als ob sie entweder was hervorrufen will, dass es Ärger gibt, oder sie hätte ja die Tasche einfach mal wegschmeißen können. Deswegen, nein, ich glaube nicht Kaito in dem Falle, aber ich glaube ihr definitiv weniger. Ihr meint, wir können uns jetzt halt verirren? Das macht es noch besser, sie kann uns jetzt den Weg zeigen. Ja, so machen wir es. Hauptsache, wir verlaufen uns nicht. Wenn wir wirklich der Lügnerin vertrauen, dass das Monster das Mio entführt hat. Das verstehst du völlig falsch. Na super, jetzt geht das schon wieder los. Takuma, wir sollten eine Entscheidung treffen. Ja. Und diese Frau kennt seinen Weg, aber sie wirkt irgendwie verdächtig. Er hat zwar einen Freund, aber er ist nicht gerade ganz zurechnungsfähig und denkt zu sehr an Mio.
Also ich glaube halt eben, ich glaube nicht Kaito in dem Falle halt, weil er eben unzurechnungsfähig ist halt, aber wie gesagt, die Frau ist halt verdächtig halt. Die Argumente, die er bringt, sind halt falsch, aber sie lügt halt anscheinend, deswegen Kaito. Ah, ihr schneidet es einfach nicht. Egal, ich werde Mio finden, auch wenn ich sie alleine suchen muss. Ich habe ihn doch geglaubt. Dann mach's mal gut. Hä? Hey, du kannst doch nicht einfach abhauen. Nein, ich wünschte, er wäre nicht so stur. Ich werde mit ihm reden, geht dir schon mal vor. Takuma, nicht auch noch. Nicht du auch noch. Geh nicht einfach so. Fehlt Tom auch ohne Argumente nicht. Aber könnte etwas dauern, Kaito zur Vernunft zu bringen. Seht euch schon mal um. Okay, geht klar. Das geht eh. Wir kommen auch mit. Maru Miyuki? Mann, will mich nicht sputen der Verlegenheit. Ich kann das jetzt nicht besprechen. Okay, aber ihr bleibt bei mir, ja? Auf geht's, Agumon. Oh ja. Allein, dass die beiden zukommen. Ja, deswegen, aber sie hat sie eben nicht erwähnt. Hat sie wieder erwähnt, oh, ich war ohnmächtig, oh, ne? Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin und so weiter. Hat sie das Ganze überhaupt nicht erwähnt, halt, was wir halt eben erlebt haben am Anfang, als wir hergekommen sind. Das macht sie dem auch verdächtig, weil sie hat ja sagen können, ja, ich war ohnmächtig, ich weiß nicht wie lange, und plötzlich war hier alles anders, weil das hat sie ja auch nicht explizit gesagt, nur sie hat sich irgendwie verirrt hier. Sie war ja in ihrem Haus, aber sie hat Teile eben ausgelassen, die wir erlebt haben. Hallöchen, so sieht man sich wieder. Was gibt's? Und warum läufst du mir nach? Komm mir nicht so. Warum musst du immer alles im Alleingang machen? Hey, du bist mir auch nachgelaufen. Wie nennst du das denn? Auf einen Freund aufpassen. Einen, bei dem ich nicht wusste, ob ich ihn nie wiedersehen würde. Oh, ist das so? Was mit dem Winzling? Deine Verstärkung? Winzling? Ach ja, die beiden kennst du noch nicht. Das ist Harun, das ist Miyuki. Wir bleiben zusammen. Yoroshiku? Yoroshiku? Wie auch immer. Vergiss nicht, dass du mir folgen wolltest. Du bringst dich besser nicht aus. Dragmon sieht tatsächlich wie so ein kleiner Gangster aus halt. Wie ein Böser. Aber irgendwie soll das ja wahrscheinlich auch genauso sein. Verdammt, Mio, wo bist du? Du hast zwar gesagt, dass sie mir verschwunden ist, aber wurde sie wirklich entführt? Mio könnte mir einen Streich spielen und sich verstecken, aber sie würde nicht einfach abhauen. Die logische Erklärung ist also, dass sie entführt wurde. Das ist ein ziemlicher Sprung. Kaito ist ein hoffnungsloser Fall, wenn es um seine Schwester geht. Okay, da ist er ehrlich, das finde ich schon mal gut. Du suchst nach deiner Schwester? Hm, ja, genau. Oh, du musst dir schlimme Sorgen machen. Ja. Haru und Miyuki sind Geschwister. Miyuki ist die große Schwester, Haru der kleine Bruder. Oh, ich. Das wusste ich nicht. Und du heißt Haru, ja? Was? Ich weiß deine Sorge zu schätzen. Pass gut auf deine Schwester auf, okay? Sei ein guter Junge. Ja, ich beschütze sie. Boah, ist das schwer, so eine direkte Antwort aus Haru rauszubekommen. Außer das halt, das Beschützen, deswegen gehe ich davon aus, halt, wie gesagt, dass die wahrscheinlich tot sind, die beiden hier. Also eigentlich, Geister, wie auch immer, wie uns sehen will. Oh, das ist eine echte Seilbahn. Was für ein interessantes Gerät. That's what she said. Das könnte natürlich auch sein, ne? Aber auch schwierig. So, also tatsächlich gibt es hier genug Mysterien, deswegen bin ich mal gespannt, ob sie das cool auflösen. Sieht alles etwas mitgenommen und altersschwach aus, genau wie die Schule. Funktioniert das Ding auch wirklich? Kunden fahren automatisch nach Fahrplan. Eine müsste gleich kommen. Moment mal, heißt das, wir haben hier Strom? In der Schule gab es keinen, aber es gab natürlich zum Beispiel Wasser. Ne? Da es Wasser in der Schule gab, was eigentlich auch nicht sinnvoll ist, wenn sie hierher teleportiert wurde oder was auch immer. Oder einfach eine Kopie davon ist, ist bestimmt eine andere Quelle. Nicht so abwegig verglichen mit unserer kleinen Freundin hier. Das Ding läuft also automatisch und wirft uns auch nicht im Feuerstecke raus. Was? Steige ich auf gar keinen Fall ein. Ja, ein Sturz ist zur Höhe, dann war es das mit uns. Könnten abstürzen, das wäre ja schrecklich. Wir sollten besser nicht damit fahren. Keine Angst, die Gondel und Seile sind ziemlich stabil. Da ist noch nie was kaputt gegangen, was sie halt schwer beurteilen kann, weil sie ja alleine fährt. Oder bin ich aber erleichtert. Seht denn sonst keiner? Es müsste doch zumindest jemand da sein, der das Ding wartet. Nein, ich habe niemanden gesehen. Ist das schlimm?
Nein, hat mich bloß gewundert. Du bist immer noch nicht immer so misstrauisch. Du bist doch nicht immer so misstrauisch, aber immer noch misstrauisch, oder? Man sieht, dass sie die Wahrheit sagt. Sollten wir nicht langsam vertrauen? Sehr gut, Rio. Ich weiß nicht so recht. Schau dir nur mal Rio an. Er ist offenbar schon mit ihr warm geworden. Mami, hehehe. Oh je. Ara, ara, hehehe. Nee, Kunemon sagt genau das Richtige. Er traut dir auch nicht. Ich sehe es in seinen Augen. Siehst du, wieso sollten wir ihr nicht trauen? Sie hilft uns doch. Das, nachdem Kaito sie so mies behandelt hat. Sie muss echt nett sein, oder? Uns alle opfern. Vermutlich. Ich traue ihr noch weniger. Allein, weil ihr jetzt alle irgendwie trauen wollen, traue ich ihr noch viel weniger. Ich bin eher zwar eher von misstrauischer Natur allgemein, aber es ist alles so Gelegenheit. Ich bin noch nie Seilbahn gefahren, ganz schön aufregend. Alle einsteigen, die bringt uns direkt zum Turm in mein Nest. Ich hab's gesagt. Jetzt gehen die alleine los. Das ist natürlich auch mein Fehler, weil, ne, ich mir hinterhergelaufen bin. Aber ich habe mal Sorgen um Minoru und die anderen. Aber ich kann jetzt nur mit Kaito weitermachen. Quasi Forstwall durchbrochen. Ja, weil es ja perfekt geschnitten ist halt. Und einfach dieses von Anfang an halt, ne. Erstmal, ihre Geschichten sind widersprüchlich. Kaito als Gegenstück, der halt so unsympathisch ist, weil er zu irrational ist und quasi irgendwie so ein bisschen brutal ist. Und dann Rio, der ihr traut, das ist schon mal ganz schlecht. Und weil alle sagen, oh, und jetzt dann plötzlich kam, oh, sie kennt den Weg zum Turm. Oh, jetzt ist sie plötzlich richtig nützlich für uns, wenn wir ihr irgendwie glauben. Das hat im Endeffekt gut gepasst halt. Und dann haben alle angefangen, oh ja, wir können ihr ja trauen. Guck mal, sie hilft uns doch, obwohl Kaito so scheiße war. Und das ist halt einfach zu vorhersehbar. Sieh mal, ist das nicht? Ja, wenn wir hier weitergehen, kommen wir bei der Seilbahn raus. Unfassbar, wir sind so lange gegangen. Wer hätte gedacht, dass wir am selben Ort rauskommen? Achso, warte, wir können ja eigentlich mal Kamera rausholen. Oh. Was ist das? Energiesamen. Oh, da habe ich irgendwas. Was ist das? Großes Pflaster. Wäre es cool, wenn sie über sie rübergehen würde und sie plötzlich geistert. Warte. Also mach was. Ich höre gerade die Kamera, aber mein Pad gerade vibriert. Okay, ganz viele Pflaster liegen hier rum im Wald. Komisch. So. Egal, suchen wir einfach weiter. Sieh es mal positiv. Vielleicht spielen wir Mio vom Turm aus. Vielleicht. Und wenn wir empfangen haben, können wir vielleicht alle zurück mit Mio. So oder so sollten wir hochsteigen und sehen, was passiert. Sie ist ja schon viel besser drauf. So Leute, ich mache auch gleich jetzt hier mal eine Pause. Genau, jetzt ist es, glaube ich, perfekt hier. Ne? Wenn etwas passiert, dann wird es gleich passieren. Das ist ein sehr guter Punkt, um zu stoppen. Wir wollen die Spannung hier hochhalten. Sagt ich mal zur Pause, gehen mit den Kindern mal draußen Fußball spielen, was essen und so weiter. Und dann bin ich später so, ja, vielleicht um 3, wenn es gut läuft. 3, 4 bin ich dann wieder da. Brauchen wir nochmal bis 5, 6. Dann muss ich nochmal weg. Dann abends vielleicht nochmal 2 Stündchen. Schon mal so den Ablauf vor der Kind. Dann also vielen Dank fürs Zuschauen. Ne, lasst gerne ein Follow da, die es noch nicht getan haben. Die das VOD schauen, später auf YouTube. Ne, auch da vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne ein Like hinterlassen und so. Und wie gesagt, ne, spätestens, wenn ich es in der Woche nicht mache, dann spätestens wieder Sonntag früh, bis zur selben Zeit, 8, 9 Uhr, starte ich nochmal eine große Session halt. Das ist mal ganz cool eigentlich für den Morgen zu machen. Deswegen vielen Dank. Habt einen schönen Tag, wenn ihr nicht mal reinschaut.